Ja. Ja, wir feiern heute einen besonderen Tag. Wer sind wir? Nun, das ist der Leiter des Museums, Hermann Obert, hier in Feucht. Wir befinden uns im Schloss in Feucht und ich bin der Vorsitzende des entsprechenden Vereins. Ulrich Walter ist mein Name. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Veranstaltung. Wir feiern 50 Jahre dieses Museums. Aber die deutsche Raumfahrt ist viel älter. Das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Hermann Obert wurde bereits Ende des vorletzten Jahrhunderts, also Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Zusammen mit Tsiolkovsky zählt er zu den beiden großen Vätern der Raumfahrt. Und er ist natürlich der deutsche Vater der deutschen Raumfahrt. Die meisten werden ihn kennen. Er hat das große Buch über die Raumfahrt geschrieben. Er hat viele andere Raumfahrtpioniere sozusagen nach sich gezogen. Werner von Braun kennen Sie, aber auch viele andere, zum Beispiel mein Vorgänger Professor Ruppe, der in München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik war und wo ich im Augenblick auch den Lehrstuhl innehabe. Also Sie sehen, es gibt sozusagen eine ganze Kette, die Hermann Obert damals angeschoben hat. Wir werden nicht nur Hermann Obert feiern, wir werden auch nicht nur das Museum feiern, sondern wir werden auch einen kleinen Rückblick auf die Geschichte, auf die deutsche Geschichte geben, sodass wir ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Raumfahrt eigentlich Deutschland ist oder Deutschland viel mit Raumfahrt zu tun hat. So, und damit gebe ich jetzt das Wort als das Grußwort an unseren Ministerpräsidenten Söder und an den Landrat und Bezirkstagspräsidenten Herrn Kroder. Bitte schön. Space, the final frontier. So ging es bei Star Trek los. Und das ist bis heute eine der faszinierendsten Herausforderungen überhaupt für die Menschheit. Wie entwickelt sich die Weltraumfahrt? Was gibt es jenseits unserer irdischen Grenzen? Deswegen ist das Raumfahrtmuseum, das wir hier in Feucht haben, ein ganz besonderes Kleinod, aber auch ein Statement für die Zukunft. Manche meinen ja, bei Raumfahrt geht es nur um einen Blick ins All und jemand, der das macht, der hat kein Interesse an der Erde. Das Gegenteil ist der Fall. Nahezu jeder Raumfahrer berichtet am Ende, ich habe einige getroffen in meinem Leben, auch sogar welche, die auf dem Mond waren, berichten das eigentlich Faszinierendes, wenn man im All ist und das tiefe Schwarze blickt, der Blick zurück auf diese wundervolle Erde, auf diesen blauen Planeten, der so hell und wunderschön leuchtet. Man bekommt, wenn man Raumfahrt ernst nimmt, auch Demut. Demut vor der Unendlichkeit auf der einen Seite, aber umgekehrt auch Respekt und Freude an dem Erhalt dessen, was uns geschenkt wurde. Und deswegen ist Raumfahrt nicht nur ein technisches, was für technische Freaks, sondern schon etwas aus Sicht der Ethik. Was sich in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, der Raumfahrt ist beispiellos. Am Anfang ging es ja fast mehr um einen nationalen Wettlauf. Also zu zeigen, wer als Erster im Weltall ist, der ist auch der Stärkste auf der Erde. Das hat sich heute grundlegend verändert. Heute ist es kein nationalistischer Wettlauf mehr, sondern es ist schon tatsächlich die Erforschung der Zukunft. Was wir heute rein über unser Sonnensystem wissen, über die Möglichkeiten, neue habitable Zonen vielleicht in einigen Jahren, umgekehrt ehemals habitable Zonen vielleicht auf dem Mars oder der Venus, Monde um Jupiter und Saturn, die vielleicht Wasser führen und wo keiner weiß, ob da eine Idee, eine Spur von Leben sich findet, unglaublich faszinierende Ideen. Das Hermann-Obert-Museum gibt dafür den Anlass, den Ansporn, das Interesse. Und insofern ist dieser 50. Geburtstag auch eine ganz faszinierende Einrichtung. Ich freue mich sehr, das größte Raumfahrtmuseum, das wir haben, an der Stelle weiter zu unterstützen. Und Freistaat Bayern macht es auch etwas. Deswegen Happy Birthday und live long and prosper. Wir haben im Landkreis Nürnberger Land und im Markt Feucht zu feiern. Unser Hermann-Obert-Raumfahrtmuseum wird 50 Jahre alt. Dazu gratulieren wir ganz, ganz herzlich. Ich tue das im Namen
des Landkreises, seiner 170.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich tue es aber auch ganz gern im Namen des Bezirks Mittelfranken, im Namen der 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir freuen uns, dass wir in dem Team der ehrenamtlich Engagierten im Museum ein starkes Team haben, das mit enormer Leidenschaft, mit Durchsetzungskraft, mit Beharrlichkeit seit dann mindestens 50 Jahren aktiv sind in den verschiedenen Funktionen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, welche Arbeit damit verbunden ist und was dahinter steckt. Der Blick nach hinten wird heute sicherlich in dem Festabend eine Rolle spielen. Wir werden aber auch in die Gegenwart schauen und in die Zukunft. Ich wünsche von Herzen, dass es gelingt, gemeinsam mit dem Marc Feucht, mit dem Landkreis Nürnberger Land und mit dem Bezirk Mittelfranken die Weichen so einzustellen, dass all die großen Pläne im baulichen und im inhaltlichen Bereich gut gemeinsam gelingen werden. Was ich dazu beitragen kann, werde ich tun. Und das Ganze in dem festen Wissen und Bewusstsein darüber, dass wir auch die dunklen Aspekte, die schwierigen Aspekte der Figur Hermann Obert eben nicht verschweigen, sondern tatsächlich professionell ausarbeiten, ausleuchten und einordnen. Ich wünsche der Feierlichkeit einen weiterhin sehr, sehr guten Verlauf und hoffe, dass wir uns bald mal wieder in Präsenz begegnen dürfen. Euch alles Gute, danke fürs Engagement. Ja, vielen Dank für die Grußworte und ich denke, wir haben alle gemerkt, dieses Museum ist eingebettet in die bayerische Politik und wir haben das insbesondere von unserem Ministerpräsidenten Söder gehört. Er ist so ein richtiger Fan der Raumfahrt und natürlich ein Fan dieses Museums. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl. Der Astronaut Dorin Punario, er ist ein rumänischer Astronaut und vielleicht wissen das die wenigsten, Hermann Obert kam aus Rumänien. Und dort gibt es jetzt ein Museum in Mediasz, und zwar zu Ehren von Hermann Obert. Und dieses Museum in Rumänien ist Teil unseres Museums, Hermann Obert Raumfahrtmuseum. Und dort in Rumänien, in Mediasz, ist im Augenblick jetzt gerade dieser Astronaut Dorin Punario. Ich persönlich kenne ihn sehr gut. Wir sind befreundet. Und deswegen lassen Sie uns begrüßen, Dorin in Rumänien, in Mediasz. Hello, Dorin. Can you hear us? Do you have some welcome words for us? Look, I'm in the 120 years from the birth of Hermann Obert. And at the same time, we mark 6 years from the first man in the space, Yuri Gagarin, and 40 years from my space flight with Soyuz 40 and Salyut 60. Here in this house lived a long time ago, for a long period of time, Hermann Obert. Here in Mediasz, where he was a teacher of mathematics and physics in the high school Stefan Ludwig Roth. And also there are a lot of people remembering that time. I met today a Saxonian lady who is 99 years old, who met Hermann Obert and remembered a lot of things about him in this city. As you know, Hermann Obert not only lived here, also built part of his small rocket at that time. He recognized that in 1935, here in Mediasz, he built a liquid fuel rocket, but there are not written proofs about his, just his declaration. And I'm very glad that I could represent Mediasz in this endeavor. In 1982, I met first Hermann Obert. I met him in Moscow when there was the celebration of 25 years from the launch of the first Sputnik. And then constantly I visited Hermann Obert in Feucht. We met in Salzburg at the congresses dedicated to his birthday. In 1984, I was awarded by Hermann Obert with Hermann Obert Gold Medal. And at the same time, he awarded Ulf Mermol as the first astronaut from Western Germany. And of course, Sigmund Jähn as the first cosmonaut from East Germany. But in the same time, at that time, Hermann Obert said, for me exists only one Germany. And it was far from that time, the period when the Berlin Wall fell. But for Hermann Obert existed one Germany.
And that's the two astronauts, they united Germany in front of everybody at that time. I was very proud to meet him. I was very proud to be recognized as the first cosmonaut from his native country. Before he visited Romania, received by the Romanian Academy, awarded by the Romanian Academy, has the scientific merit, the first class, awarded by the head of the country at that time. So the activity of Hermann Oberth was well recognized in Romania. And I'm very glad that after 89, we could organize this museum here. I had a contribution for that. And we can visit now together with young people, together with people loving astronautics and wishing to know more about it. We could visit the museum and find a lot of things about his life and his activity. Thank you for your words. It was a very nice introduction in our today's celebration. Vielen Dank für deine lieben Worte. Ein toller Einstieg. Brunario hat die Sache damals der Hermann Oberth Gesellschaft, das Zusammenfinden aller Astronauten aus den Herkunftsländern Hermann Oberths geschildert. Ulf Merbold war live mit dabei und wir sollten auch Farkas erwähnen, den ungarischen Astronauten oder Kosmonauten, korrekter, der hier mit dabei war. Lieber Herr Merbold, Sie aus dieser Runde sind heute auch da und Sie sind Museumsmitglied seit langen Jahren, Sie kennen Oberth, haben den Mann gekannt. Welche Bedeutung hat das Ganze? Warum wurde dieses Museum 1971 gegründet? Das ist so ein bisschen hier diese erste Runde und in der Runde neben Ulf Merbold, unseren ersten Vorsitzenden Uli Walter, begrüße ich selbstverständlich auch Fritz Merkle. Fritz Merkle ist der Präsident des Internationalen Förderkreises für Raumfahrt, eines Anhängsels ursprünglich der sogenannten Hermann Oberth Gesellschaft, gegründet durch August Friedrich Staats, lange schon her in Bremen, sich dann in Oberth Gesellschaft umgenannt und letztendlich gab es hier einen zusätzlichen Verein, der bis heute besteht und das ist eben der Internationale Förderkreis. Lieber Herr Merbold, wie haben Sie Oberth damals empfunden? Wie kam es zu dem kleinen rosa Buch, das heute im Museum bei uns steht? Bevor ich die Antwort darauf gebe, will ich erstmal winken, Dorin. Wir sind wieder gut zurückgekommen. Ich hoffe, du hattest eine gute Heimreise aus St. Petersburg. Zur Frage. Ich denke, Hermann Oberth als ein Pionier der Raumfahrt, der hat eine derartige Bedeutung, dass die Museen, die für ihn errichtet wurden, ihn zu ehren, gar nicht groß genug sein können, wenn man die Wichtigkeit seines Beitrages für die Raumfahrt als Grundlage nimmt. Insofern ist natürlich dieses Museum hier in Feucht, und hier lebt er ja auch, ein wichtiger Beitrag, ihm zu gedenken, seine Leistungen für die Allgemeinheit transparent zu machen und sie darzustellen. Und zur Frage, wie ich mit Hermann Oberth in Kontakt kam, kann ich nochmal weiterführen, was Dorin Brunario eben ausführte. Ich war 83 zum ersten Mal im Weltraum und kam kurz vor Weihnachten nach Deutschland zurück und wurde dann eingeladen im Sommer 84 nach Salzburg, um mit anderen, mit Dorin Brunario und mit meinem DDR-Kollegen Sigmund Jähn den 90. Geburtstag von Hermann Oberth mitzufeiern. Das war für uns alle natürlich eine große Ehre und für mich ein denkwürdiges Ereignis aus zwei Gründen. Erstens mal den großen Hermann Oberth gegenüberzustehen und zweitens auch meinem DDR-Kollegen Sigmund Jähn zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Ich wusste ja,
dass er 78 Ende August im Weltraum war. Und ich selber habe das nur in Teilen mitverfolgen können, denn ich hatte meine Kräfte mobilisiert, um auf meinen Einsatz mich vorzubereiten und zu trainieren. Dann war meine Mission vorbei und alles war ein bisschen entspannt. Und das war natürlich dann auch eine faszinierende Situation, den Jähen zu begegnen. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, es hat dann ein paar Jahre gedauert, dann wurde Hermann Obert 95 Jahre alt, ist ja ein erstaunlich zäher Bursche gewesen. Und zu diesem denkwürdigen Geburtstag war ich dann wieder eingeladen an den Wolfgangsee und habe dann mit einem Ensemble professioneller Bläser Klavier gespielt. Also insofern habe ich also, hoffe ich jedenfalls, den Hermann Obert auch mal ein paar Minuten unterhalten dürfen. Oh, das haben Sie sehr wohl. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war eine wirklich tolle Geschichte. Und Sie haben bei einer Veranstaltung hier in Feucht ein Büchlein von Hermann Obert mitgebracht. Wie ist es dazu gekommen? Wer ist auf die Idee gekommen? Wie ist das Ganze gelaufen? Ja, ich nehme an, Sie reden von seinem berühmten Buch, genau, die Rakete zu den Planeten räumen. Das hat natürlich ein jeder von uns nicht nur einmal angefasst, sondern immer wieder. Und insofern war es ja naheliegend, ein solches Buch in den Orbit mitzunehmen und dann es eben zurückzugeben. Ich glaube, Ihre Worte waren, wenn nicht Sie selbst, dann soll doch wenigstens Ihr Buch im Weltraum gewesen sein. Ja. So ungefähr. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier die Runde mit uns teilen. Und Sie haben das Museum über viele Jahre erlebt. Wie wir hier ursprünglich hier in diesem Haus im Pfinzing Schloss gewesen sind, wie wir hier die Neueröffnung gemacht haben, wie das Museum damals auf 160 Quadratmeter erweitert wurde, dann hier in den Vorbau gekommen sind, wo das Museum heute ist. Wie ist Ihr Eindruck darüber, wie das Museum im Lauf der Jahre, der Jahrzehnte sich entwickelt hat und gewachsen ist? Ja, wenn Sie mich das fragen, da kann ich nur sagen, ich bin beeindruckt, wie das Museum größer, umfangreicher und immer ergiebiger wurde. Und ich hoffe natürlich, dass das auch so weitergeht. Mir ist auch eines klar, ein solches Museum, das nicht 100% staatlich ist, das hat natürlich auch immer Schwierigkeiten, irgendwo die Mittel herzuholen, um eben neue Exponate anzuschaffen und möglicherweise anzubauen, größer zu werden. Also insofern wünsche ich dem Museum für die Zukunft natürlich auch, dass es weiterhin Förderung erfährt, hoffentlich vom bayerischen Staat und natürlich auch von Privatleuten. Meine Beiträge sind klein, aber ich habe versucht auch zu helfen, so gut ich es konnte. Wir haben noch einen zweiten Astronauten in der Runde, unseren ersten Vorsitzenden, Uli Walter. Was macht Hermann Obert noch heute aus? Welchen Beitrag hat er geleistet, der auch heute noch Bedeutung hat? Sie sind der Inhaber eines Lehrstuhls zum Thema in München. Sie können das mit Sicherheit besser beantworten, also auf jeden Fall als ich. Man muss sich in die damalige Zeit hineinversetzen. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es eine Begeisterung für Raumfahrt. Es gab viele Science-Fiction-Bücher in die Richtung. Aber Science-Fiction heißt ja, wir wissen nicht genau, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und das hat damals viele Leute beschäftigt. Und dann kam der Hermann Obert, und das hat er auch selber gesagt, er hat gesagt, jetzt möchte ich es mal wirklich wissen. Also er hat Jules Verne gelesen, um konkret zu sein, Der Flug zum Mond. Und dort wird ja beschreibt Jules Verne, er nimmt eine Kanone und schießt die Menschen zum Mond. Und Hermann Obert sagt, so hat er gesagt, das kann nicht sein. Und er hat sich hingesetzt und mathematisch gezeigt, und das kann man, die Beschleunigung ist viel zu groß, das würde kein Mensch überleben. Und weil er Mathematik konnte, er war ein guter Mathematiker und Physiker, hat er danach, nachdem er das bewiesen hatte, dass das nicht geht, sich gefragt, wie geht's denn dann?
Und er hat sich hingesetzt und hat wirklich die gesamte mathematische Ableitung hingeschrieben, dass es mit einer Rakete wirklich geht. Und damit wusste die Welt, es geht. Man kann sowas machen. Und sie wussten auch, wie man das machen kann, nämlich mit einer Rakete. Das wiederum war der Anstoß für eine ganz kleine Gruppe in Berlin zu sagen, so, und so eine Rakete bauen wir jetzt. Also er ist eigentlich der logische Begründer der Raketentechnik. Ja, also dazu muss man nur eine Kleinigkeit ergänzen. All seine Werke, die wesentlichen Teile, sind im Grunde nach Russland, Amerika. In Russland sind sie in der großen Enzyklopädie von Rünin, damals Anfang der 30er Jahre, auch komplett ins Russische übersetzt worden. Deswegen spielte auch Obert gerade bei den Russen eine so bedeutende Rolle. Ponario hat es vorhin angesprochen, 82 in Moskau. Und dann hatten tatsächlich die großen Chefkonstrukteure, also die Götter der russischen Raumfahrt, hatten Audienz bei Obert. Und ein Museumskollege hat mir das mal erzählt, wie das abgegangen ist. Und er hat gesagt, das war so, als ob kleine Kinder zum Weihnachtsmann gehen. Diese hohe Wertschätzung, die hatte dieser Mann bei den Russen. Und die kannten alle ihren Obert noch sehr viel mehr, weil während seiner Arbeit bei dem Film Frau im Mond er ja auch einen russischen Assistenten hatte. Und der hat seine Berichte nach Moskau geschickt. Und daher hat Obert im Grunde auch seine Schüler in Moskau in doppelter Hinsicht. Raumfahrt, wir wissen Sputnik, wir wissen Gagarin, wir wissen Mondlandung, wir wissen Satelliten. Einer seiner Thesen war ja, das ist die vierte These in seinem Buch, die Rakete zu den Planetenräumen von 1923. Im Grunde eine Doktorarbeit, die aber nie richtig eingereicht wurde, weil es gab keinen Lehrstuhl für Raumfahrt und keiner konnte dieses breite Feld abdecken, damals in den deutschen Hochschulen. War die These, dass im Grunde die Verwirklichung dieser Thesen in einigen Jahrzehnten möglich sein wird. Mit Fritz Merkle haben wir hier einen Vertreter auch aus der Raumfahrtindustrie bei uns mit am Tisch. Und Obert sagte, das kann mal in ein paar Jahrzehnten auch ein wirtschaftlich profitables Geschäft werden. Ist es das heute? Und das ist es und wird es noch viel mehr. Ich muss ja hier sagen, ich bin der Außenseiter hier drin, weil ich habe weder Herrn Van Obert persönlich kennengelernt, noch war ich und bin ich Astronaut also oder Kosmonaut. Sie sind derjenige, der Geld mit Raumfahrt macht. Sie sind eine ganz besondere Person. Okay. So ist das aber die Raumfahrt als Wirtschaftsfaktor ist ganz immens. Man merkt es nicht direkt, aber man muss es anders sehen. Ohne Raumfahrt ist unsere moderne Gesellschaft in dieser Form nicht möglich. Wenn wir mal sehen, wir kennen Raumfahrt so im täglichen Leben etwas aus dem Navigationssystem. Aber Navigationssysteme, dass ich im Auto ohne Landkarte fahren kann, das ist eine Bequemlichkeit. Aber diese Satelliten liefern präzise Zeitsignale, über die unsere moderne Gesellschaft und Infrastruktur synchronisiert ist. Ohne diese Zeitsignale wäre der Börsenhandel, internationale Börsenhandel, wie wir ihn heute kennen, nicht möglich. Selbst Geldautomaten sind über diese Zeitsignale mit Zentralrechnern verbunden. Das ist ein Faktor. Wettersatelliten. Ohne Wettersatelliten wäre unsere Mobilität, wie wir sie zwar die letzten anderthalb Jahre nur eingeschränkt kennen, aber in der Form nicht möglich. Interkontinentalflüge sind dadurch einmal über Kommunikation, aber über auch die Navigationssysteme viel sicherer möglich, wie wir es gekannt haben. Und dann für die Zukunft ein ganz wichtiges Thema. Satelliten, die das Klima und die Umwelt messen, haben eine immense Bedeutung. Es sind circa 50, 55 Faktoren, physikalische Größen, die das Klima bestimmen, die wesentlichen. Es gibt noch viel mehr. Davon ist gut die Hälfte nur aus dem Weltraum messbar. Das heißt, diese Bedeutung ist immens. Und dann
noch Kommunikationssysteme, nicht die ersten Übertragungen, Fußballspiele, Olympischen Spiele und so weiter wären ohne diese Kommunikationssatelliten in der Form, wie wir es heute kennen, nicht möglich. Nicht, da ist ganz viel und es gibt ein Video, wenn man den Raum, die Satelliten mal einen Tag abschalten würden, das wäre eine Katastrophe. Das US-Verteidigungsministerium hatte vor ein paar Jahren eine Simulation, wenn die militärischen Satelliten ausfallen würden. Man musste nach 2 Stunden das Experiment, man hat es direkt mal probiert, musste es abbrechen, weil die nationale Sicherheit gefährdet war. Nicht, das heißt, Raumfahrt spielt im Hintergrund eine immense Rolle. Und letztlich, ohne den Transport in den Weltraum, wäre das alles nicht möglich. Nicht? Und da hat Hermann Oberth mit die Basis, die Fundamente, die wissenschaftliche Grundlage gestellt. Wir haben ja jetzt ausführlich über die, sagen wir mal, Anwendungsdimension der Raumfahrt viele schöne Beispiele genannt. Ich komme aus der Wissenschaft und ich finde, was die Raumfahrt uns an neuen Erkenntnissen verschafft hat, das muss man auf jeden Fall auch dazu zählen. Wir wissen heutzutage über den Mars fast besser Bescheid als über die Erdoberfläche. Wir wissen, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Wir wissen über die Landschaften, dass der höchste bekannte Vulkan Mons Olympus auf dem Mars ist. Wir kennen natürlich die Wechselwirkung der Sonne mit dem irdischen Magnetfeld durch Satelliten sehr genau. Und viele andere Dinge, die Reststrahlung des Big Bang, die wurde mit Satelliten jetzt genau ausgemessen, ob die homogen ist im Raum oder inhomogen und so weiter und so weiter. Infrarotastronomie, Röntgenastronomie, das muss ja auch noch dazu kommen. Und für mich ist das noch viel wichtiger als Geld verdienen. Ja, aber letztlich Geld verdienen erlaubt es dann, diese wissenschaftlichen Missionen zu machen. Nicht letztlich für eine Raumfahrt ist eine florierende Wirtschaft notwendig. Nicht Raummissionen, Wissenschaftsmissionen sind alle Explorationsmissionen. Die gibt es nicht für Sparpreise. Nicht, das ist eben wichtig. Also insofern spielt das zusammen. Nicht, und ich sehe auch die Zukunft, die Raumfahrt, auch noch ganz wichtig, nicht? Letztlich ist die Frage, wie wirtschaftlich Exploration werden wird. Werden wir in Jahrzehnten Asteroiden eventuell für besondere Metalle oder Ressourcen nutzen? Werden wir zur Energieversorgung vielleicht doch noch Helium-3 auf dem Mond fördern, um Energie dort zu erzeugen. Nicht die Raumfahrt bietet noch ein ganzes Spektrum, was eben heute vor allem auf wissenschaftlichen Untersuchungen erlaubt. Und dann geht es meistens ja graduierlich und stufenweise in auch wirtschaftliches Nutzen über. Aber die Faszination, die muss ich Ihnen sagen, das ist, was mich auch zur Raumfahrt gebracht hat. Und zwar am Tag der Mondlandung habe ich mein Abitur bekommen, der ersten Mondlandung. Und was macht man beim Abitur, wenn man das Zeugnis bekommt? Man geht mit der ganzen Meute in eine Kneipe und auf dem Bildschirm lief die Mondlandung. Ah, da haben Sie eine besondere Beziehung dazu. Genau, ja. Gut. Celebration of Hermann Oberth with the officials here in Medias, so I have to go to some activity. I was very glad to meet you online, at least online, and to mark together not only Hermann Oberth's birthday, but also the 50 years of the Feucht Raumfahrt Museum. Hello, have a good evening. Bye-bye. Bye-bye, Doreen. Thank you. Bye-bye. Yep. Doreen wird morgen auch geehrt für seinen eigenen Raumflug, 40 Jahre jetzt schon her, also auch eine wirklich tolle Sache und ganz herzlichen Dank, dass er hier aus dem Oberth-Museum in Mediasch
eben hier aus unserem Schwestermuseum mit beigeschaltet war. Fritz, du hast über Zukunft gesprochen. Neben dir steht sowas, Zukunft, auch günstiger. Und wir haben einen kleinen Einspieler von Hans Königsmann. Niemand anderes als der Mitbegründer von SpaceX. Und ich würde sagen, lassen wir das Ding mal durchgehen. Hallo, mein Name ist Hans Königsmann und ich arbeite für Space Exploration Technologies oder SpaceX. Ich sitze hier vor dem ersten gelandeten Falcon 9 Booster, der vor 5,5 Jahren in Cape Canaveral gestartet und gelandet ist. Die frühen Pioniere wie Hermann Oberth haben sehr wohl die Vision von wiederverwendbaren Raketen gehabt. Nur waren sie ihrer Zeit um 100 Jahre voraus. Das Hermann-Oberth-Museum in Feucht dokumentiert und bewahrt diese Anfänge der Raumfahrt mit Dokumenten und Artefakten. Das Museum wird dieses Jahr 50 Jahre alt und ich möchte das Museum dazu von hier herzlich grüßen. Ich freue mich darauf, selber mal vorbeizukommen und das Museum zu besuchen. Herzliche Glückwünsche und viele Grüße aus Los Angeles. Hermann Oberth hat ja nicht nur Sonnenseiten. Ist ja ein Kopf mit sehr vielfältigen Gedanken gewesen, ja, und wird ja von manchen auch sehr kritisch gesehen. Worin sehen Sie die Aufgabe des Museums? Wie soll das Museum mit auch den kritischen Fragen zu Hermann Oberth umgehen? Ja, ich denke, ein Hermann-Oberth-Museum muss Hermann Oberth irgendwie darstellen. Das heißt, alle seine Interessen irgendwie widerspiegeln. Die Raumfahrt ist natürlich für den Ulrich und für mich sicherlich der wichtigste Beitrag, den er für unser gemeinsames Leben geliefert hat. Aber ich denke, seine anderen Überlegungen mehr in Richtung Gesellschaft und Politik, die muss man schon auch studieren und sich darüber auch Gedanken machen. Auch wenn er vielleicht im einen oder anderen Fall nicht den derzeitigen Konsens der Gesellschaft widerspiegelt, ist es ja trotzdem immer interessant, wenn jemand die Gesellschaft anstößt, herausfordert mit irgendwelchen Konzepten und Vorgaben, denn das ist die Hefe, die uns am Ende voranbringt. Und klar, man kann das eine oder andere dann auch verwerfen und sagen, an der Stelle sind wir mehrheitlich anderer Meinung. Wir leben in einer demokratischen Welt und müssen natürlich nicht unbedingt alles umsetzen, was der eine oder der andere an Vorschlägen macht. Ja, also unsere Spezialität im Oberth-Museum ist ja auch der Blick in die frühen 20er und 30er Jahren, eine Zeit des Aufbruchs, wie wir ihn ja heute auch wieder erleben. Und auch mit diesen sehr kritischen Fragen setzt sich ein Buch auseinander, das vor einiger Zeit erschienen ist. Und natürlich war es uns auch eine Freude, hier für dieses Buch im Grunde auch ein bisschen Mitarbeit zu betreiben. Sprich, wir haben alle Fragen, die es hier in irgendwelcher Weise an uns gestellt und auch die ganzen kritischen, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Weil ein Museum, das ist zum einen Teil natürlich ein Schaukasten für die Öffentlichkeit. Aber im Hintergrund steht ein Depot, im Hintergrund steht ein Archiv, all diese Dinge, und da steht sehr viel Arbeit dahinter, im Grunde auch Herr dieses Archives zu werden und nicht nur Gepeinigter, wo man viele Akten hat und nichts weiß. Ja, behalten Sie es gleich, ja, nehmen Sie es mit. Ja, es ist von Daniel Mellem. Die Geschichte, die Erfindung des Countdowns, ja, und auch von ihm haben wir einen kleinen Einspieler für den heutigen Abend und schalten wir ihn auf die Art und Weise mit in die Runde. Ich gratuliere dem Hermann Oberth Raumfahrtmuseum ganz herzlich zum 50-jährigen Jubiläum. 50 Jahre, das ist eine lange, lange Zeit. Über die Hälfte der nun beinahe 100 Jahre, seitdem die Rakete zu den Planetenräumen von Hermann Oberth erschienen ist. Und an diesem spannenden Ort, dem Museum, kann man diese lange Geschichte der Raumfahrt wiederentdecken. Ich selbst war 2019 zum ersten Mal da, als ich recherchiert habe für meinen Roman Die Erfindung des Countdowns.
indem ich mich fiktionalisiert mit dem Leben und Wirken von Hermann Oberth auseinandersetze. Und ich habe damals durch das Museum tolle Unterstützung erfahren. Speziell durch Karl-Heinz Rohrwild und durch Michael Zuber, die mir eine Menge an Material aus dem Archiv des Museums haben zukommen lassen. Dazu gehören Lebensläufe von Hermann Oberth, Publikationen, Briefwechsel. Die beiden haben mir Fotos gezeigt. Und vor allem waren sie sehr, sehr geduldig mit den vielen, vielen Fragen, die ich an sie hatte. So hatten wir aufschlussreiche Gespräche, wir haben kontroverse Diskussionen geführt zu den großen Sehnsüchten und auch zu den schweren Verfehlungen, die zu dem Leben von Hermann Oberth dazugehören. Und so konnte ich mir, und das habe ich ganz besonders geschätzt, ganz unabhängig und eigenständig ein Bild von dieser historischen Person machen, das ich dann künstlerisch verarbeitet habe. So habe ich das Museum als einen Ort erlebt, der reich ist an Wissen zur frühen Raumfahrtgeschichte und an dem es vor allem eine große Begeisterung dafür gibt, dieses Wissen auch weiterzugeben. Für dieses Engagement wünsche ich für die nächsten 50 Jahre viel Erfolg und viel Glück. Alles Gute von mir. Liebe Freunde und Förderer des Hermann Oberth Raumfahrtmuseums, 50 Jahre Hermann Oberth Museum in Feucht bedeutet ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Arbeit im Bereich Dokumentation Weltraumtechnik und erinnert natürlich auch an seinen Namensgeber, unseren siebenbürgisch-sächsischen Landsmann Hermann Oberth, der einer der maßgeblichen Wegbereiter der heutigen Weltraumtechnik ist. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Hermann Oberth gehört mit seiner wissenschaftlichen Leistung zu den bedeutendsten Siebenbürger Sachsen. Seine Werke, die Rakete zu den Planetenräumen oder Wege zur Raumschifffahrt, beide bald 100 Jahre alt, haben mit dazu beigetragen, der Raumfahrt in der Nachkriegszeit ihren erfolgreichen Weg zu bahnen. Oberths wissenschaftliche Leistung hat mich bereits in meiner Schulzeit in Siebenbürgen fasziniert. Seinem Biografen Hans Barth hörten wir Schüler damals gebannt zu, wenn er einen Vortrag in unserer Schule hielt. Jugendliche konnte man damals schon mit Raketen oder Raumschiffen begeistern. Das wird heute nicht anders sein. Hermann Oberths Schüler Werner von Braun hat in folgendem Satz seinen Professor gewürdigt, ich zitiere: Seinen richtungsweisenden Beiträgen auf dem Gebiet der Astronautik gebührt ein Ehrenplatz in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Zitat Ende. Einen erfolgreichen Beitrag dazu erbringt seit 50 Jahren gerade auch dieses einzigartige Museum in Feucht. Ich wünsche dem Hermann Oberth Raumfahrtmuseum alles Gute für die nächsten mindestens 50 Jahre, zahlreiche Besucher in seinen Räumen und vor allem junge Besucher, die ebenfalls von der Raumfahrttechnik fasziniert sind und werden. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Eine Brücke zwischen Rumänen und Deutschen, das kann nicht eine andere sein als Hermann Oberth. Jetzt feiern wir 50 Jahre Hermann Oberth Museum, Raumfahrtmuseum in Feucht. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich ein Teil von Hermann Oberth hier in unserem Kulturzentrum weitergeben können. Eine Brücke zwischen Rumänien und Deutschland, wie ich gesagt habe, zwischen unserem einzigen Kosmonaut Rinto Mito Brunaru und auch unserem Raumvater, sozusagen Hermann Oberth, die auch in Rumänien geboren ist und nach Deutschland gekommen ist. Alles Gute wünsche ich aus meinem ganzen Herzen. Viel Erfolg, Hermann Oberth Museum, ihr macht alles sehr gut. Ich bin dabei, ich unterstütze mit alles, was ich kann und selbstverständlich alles Gute zum Geburtstag. Vielen herzlichen Dank auch für die beiden weiteren Grußworte an diese Runde und natürlich an alle, die uns draußen über das Internet verfolgen. Ganz herzlichen Dank, bleibt dabei. Fritz, du bist ja auch noch in einer weiteren Funktion, also Fritz Merkel war bis vor kurzer Zeit Vorstandsmitglied bei einem der größten, ja eigentlich europäischen Satellitenhersteller, einem Unternehmen in Bremen, OHB, ja, auch ein Haus, das persönlich durch Manfred Fuchs, einem Südtiroler, natürlich eine tiefe Verbindung auch zu dem Mitkämpfer von Hermann Oberth, zu Max Valier hat. Und es gibt ja auch einen Satelliten, Max Valier. Das ist die Forschungsseite. Wir sind aber
heute bereit, für unsere Ängste wesentlich mehr Geld auszugeben als für unsere Neugierde. Also das heißt, das Rückgrat der Raumfahrt ist im Grunde die Kontrolle der anderen. Boris Rauschenbach hat das mal so gesagt, wie er bei uns war. Boris Rauschenbach, muss man dazu sagen, ein Begleiter des großen Gegenspielers in der Sowjetunion von Koroljow seit 1937. Von ihm stammt das Lagekontrollsystem für die Vostok-Kapsel, also für das Raumschiff von Juri Gagarin. Ebenso stammt von ihm auch die Lagekontrollsysteme für die ersten Mondsonden, die uns die Bilder von der Rückseite des Mondes, also jetzt wieder Wissenschaft, gebracht haben. Da hatte man ja beim Film Frau im Mond noch ein bisschen andere Vorstellungen, aber das schauen Sie sich bitte im Museum an. Und Rauschenbach hat auf die Frage, was uns denn die Raumfahrt, die Raketentechnik wirklich gebracht hat, im Grunde geantwortet, waren das die Militärraketen, die uns vor dem Dritten Weltkrieg bewahrt haben? Oder war es was anderes? Und er sagte, die Militärraketen, das war was für die Kraftmeier. Den Dritten Weltkrieg, den Kalten Krieg, was uns da durchgebracht hat, das waren die Spionagesatelliten. Weil die haben die anderen ins Glashaus gesetzt und auch uns. Ihr wusstet was hier, ihr wusstet was da. Fritz, wie ist das heute? Ähnlich, genauso. Noch verfeinert vielleicht, nicht? Also alle große Staaten, USA, Russland, China, Indien, Deutschland, Frankreich, eigentlich so die G20, wenn man das mal so ungefähr nimmt, haben Aufklärungssatelliten, optisch Radar, nicht? Und Spionage, ganz klar, aber eigentlich, ich finde den Begriff nicht so gut, sondern es sind Aufklärungssatelliten, ich beobachte, was in einer anderen Region vorgeht. Und damit besteht die Möglichkeit, einen militärischen Konflikt im Vorfeld, wenn ich diese Kenntnisse habe, durch Diplomatie, durch Gespräche zu klären. Wenn ich diese Information nicht habe, ist das Risiko groß, dass spontan Waffen eingesetzt werden. Nicht? Im Kalten Krieg war man ab und zu nah davor, weil man Ereignisse nicht einschätzen konnte. Hat man sie einschätzen können durch Beobachtung. Da spielt eben der Weltraum, weil er über diesen hoheitlichen Gebieten man sich bewegt mit den Satelliten. War genügend Zeit, um miteinander zu reden, nicht? Und so sind mehrere ganz heiße Momente eben vermieden worden. Und deswegen ist es wichtig, dass eben dies auch heute weiter gemacht wird, nicht? Die Bundesrepublik Deutschland hat Aufklärungssatelliten und bekommt weitere dazu. Üblicherweise spricht man nicht groß darüber, aber man ist da auf einem ähnlichen Stand wie andere europäische Länder, Russland, China, China sehr stark in letzter Zeit und vor allem die USA, die haben das über viele Jahrzehnte, nicht? Bei Deutschland begann das im Jahr 2006 ist der erste militärische Satellit gestartet worden. Ich will vielleicht noch hinzufügen, auf jeden Fall ist es ja sehr plausibel und einleuchtend, dadurch, dass wir den anderen in den Hinterhof gucken können und umgedreht, dass es im Grunde nicht zu einer Kurzschussreaktion kommt, weil man plötzlich denkt, die sind jetzt dabei, was ganz Böses uns hier anzutun und dann sind wir schneller als die anderen. Also insofern bin ich auch sicher, dass diese ganze Weltraumtechnologie der Aufklärung den Frieden bewahrt hat. Aber ich will noch einen anderen Aspekt mal erwähnen. Der Ulrich und ich, wir haben ja nun erleben dürfen, dass 90 Minuten ausreichen, den Erdball zu umrunden. Am Ende kommt man mit einer Erfahrung zur Erde zurück, die im Grunde die Erdkugel zu einem Raumschiff mutiert, mit dem wir alle
in der lebensfeindlichen Leere des Alls unterwegs sind, aber ein Raumschiff, von dem niemand aussteigen kann. Nun sind wir aber in einer Situation, wo die Erdbevölkerung ständig wächst. Das bedeutet, dass wir der Natur immer größere Lasten auferlegen. Und die Raumfahrt, das ist für mich also eine ganz wichtige Dimension, die verschafft uns eben die Möglichkeit, aus der Distanz zu beobachten, was auf unserem Planeten passiert. Wie es um die Gesundheit der Wälder steht, wie die Gletscher schwinden oder auch wachsen, wie die irdische Atmosphäre vom Menschen freigesetzten Gasen belastet ist. Klimawandel ist ein großes Thema. Da spielen Verbindungen, die im Grunde katalytisch wirken, eine wichtige Rolle. Schon in kleiner Konzentration kann es eben zu Kipppunkten kommen, die das Klima umwerfen. Und hier kann die Raumfahrt einen essentiellen Beitrag leisten, indem wir die Erde aus der Distanz beobachten. Und die ESA hat ein gigantisches Erdbeobachtungsprogramm, eben mit Mitteln der Wissenschaft herauszufinden, wie weit die Natur in der Lage ist, ich sage es mal ganz einfach, sich selbst zu reinigen. Und dann haben die Parlamente eben auch harte Fakten an der Hand, um gegebenenfalls durch Gesetzgebung einzugreifen und zu verhindern, dass es Katastrophen gibt. Und ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass die Menschheit am Ende rational genug ist, diese Möglichkeiten, die die Raumfahrt öffnet, zu nutzen. Ich will noch mal darauf verweisen, das Ozonloch, das hat sich, ich weiß nicht mehr genau, vor 40 Jahren entwickelt. Dann hat man das beobachtet, hat sich Gedanken gemacht, was ist der Hintergrund. Und ich will den Nobelpreisträger Grutzen aus dem Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz mal erwähnen, der die Reaktionsmechanismen, jedenfalls die wesentlichen, aufklären konnte, wie es zu dieser Bildung des Ozonlochs kommt. Und der Deutsche Bundestag war eines der ersten Parlamente, das durch Gesetzgebung darauf hingewirkt hat, dass die fluorierten Kohlenwasserstoffe, die in den Spraydosen waren und in den Kühlschränken, eben nicht mehr in die Atmosphäre freigesetzt werden dürfen. Und das Ergebnis ist, es ist langsam, aber das Ozon noch schließt sich wieder. Und insofern haben wir hier was Gutes bewirkt. Und das muss man alles in dem Kontext sehen. Das jedenfalls ist eine Sicht, die die meisten, die im Weltraum waren, teilen, dass wir, die wir diese kleine Erde erlebt haben und verinnerlicht haben, eine ethische Pflicht akzeptieren, diesen Planeten zu bewahren, um ihn den Ungeborenen intakt zu hinterlassen. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Dimension, die die Raumfahrt damit Hermann Oberth eben uns eröffnet hat und uns Chancen gegeben haben, hier voranzukommen, die man ohne Raumfahrt, ohne Hermann Oberth eben nicht hätte. Ja, und vielleicht gerade in dem Sinne auch noch der politisch-diplomatische Effekt, nicht die ISS, wo eben russische Astronauten, amerikanische oder Kosmonauten, amerikanische, europäische dort sind, jetzt auch aus Arabien, Emiraten, nicht? Und selbst während des Kalten Krieges gab es ja diese Zusammentreffen der Raumfahrt, nicht? Während am Boden unten ja, Säbelrasseln war, haben sich oben Soyuz und Apollo getroffen, zusammengedockt, sie haben sich die Hände geschüttelt. Und ich habe es dann Walter vorhin gesagt, in St. Petersburg auf der Klecks-Konferenz wurde gesagt, das Händeschütteln war über der Elbe, wo sich 45 amerikanische und sowjetische Soldaten getroffen haben am Ende des Zweiten Weltkriegs. Symbolisch hat man scheinbar den Moment abgewartet, wie man über Deutschland war. Gut. So, wir haben über den Overview-Effekt gesprochen. Overview-Effekt, nichts anderes als ein Schachspieler, der von oben auf das Brett schaut. Stellen Sie sich vor, Sie wären Schachfigur im Brett und müssten das Spiel spielen. Wesentlich schwieriger in diese wunderbare Situation versetzt uns die Raumfahrt. Aber lassen Sie mich dieses Beispiel weiternehmen und überleiten zu einer kleinen Kaffeerunde.
mit unserem Schatzmeister, auch schon einem seit Jahrzehnten hier im Haus mit von der Partie, mit den beiden Damen des Hauses, die die Familie begleitet haben, mit Frau Roswitha Fries und Doris Weiß. Und diese kleine Runde, die Sie gleich sehen werden, die gibt Ihnen in das Menschliche allerlei mit und um Obert einen wunderbaren Einblick. Ich bin 73, habe ich dieses Buch, an sich 72 gesehen in der Schule und habe es aufgeschlagen, berühmte Deutsche, Hermann Obert. Und stand unten drunter, lebt in Feucht bei Nürnberg. Ja, und das war für mich dann schon ein Zeichen, da könntest du, wenn du deinen Führerschein hast, hinfahren. Und du hattest sogar was mitgebracht, so ein Bild mit der Rakete drauf, so bläulich war das, blau, grau, und habe ich gesagt, als Geschenk habe ich das mitgebracht. Fürs Museum habe ich mir halt gedacht, ist dann nicht, hängt natürlich. Ja, du warst aber dann noch oben im Museum. Ja, klar. Und das Zimmer war noch. Nebendran war das ja das Büro. Muss ich schon sagen, da war der Herr Roth, war eigentlich derjenige, der die jungen Leute motivieren konnte. Ja. Da kam dann der Karl-Heinz und der Karl-Heinz war, glaube ich, nicht der Robert und der Chaba. Und an dem Geburtstag am 80. kam der Karl-Heinz mit einem Modell in der Hand und sagte ihm, bleib halt da, kannst du mit grillen? Und dann blieb er da und seitdem ist er da. Also, ja, das Brot hatte da eine unheimliche Art. Und hat da unheimlich viel Neid gesteckt. Also ja, seine ganze Kraft auch. Ne? Energie, Gedanken, Körperkraft. Der war auch immer mit Begeisterung, da, wenn man was gemacht hat, jetzt können wir die Veranstaltung machen. Oder die mit einer Begeisterung immer dabei, ja, das machen wir und das machen wir. Also er war da... Ein Motor. Ja, absolut. Sebrot war der Motor. Ja. Die Anna hat es auch akzeptiert. Aber. Was kostet aber, das? Aber wenn es zu viel Geld gekostet hätte, dann war es nicht so gut. Dann war es natürlich dann. Wo Sie jetzt sitzen, Frau Weiß, das war ja Herrn Professor Platz, bei der Türe. Und wenn dann, sagen wir mal, größere Anzahl von Gästen da waren und er hat irgendetwas gebraucht, das fand ich ja immer so süß, sagte er: Die verehrten Tanzmäuse werden gebeten, sitzen zu bleiben. 1975, glaube ich, war das, wo ich das Konzert mit dem Irwin in Kulmbach hatte. Und dann habe ich ja gesagt, der könnte doch hier, wenn er Nürnberg ist, auch herschauen. Und dann war er mit dem Siegfried Fizier. Den hast ja du auch hergebracht ins Museum, den Siegfried Fizier. Das war interessant. Das war ja auch so ein Obert-Fan, der Fietz. Der Fietz war noch. Lebt der eigentlich noch? Ja, der lebt noch. Ja. Naja, der hat dieses. Macht sogar noch Konzerte. Ja. Der Messerschmidt ja auch, der kam dann ja mein Garmisch und kam auch hier. Aber das Schärfste war natürlich der Oldrin. Ich weiß noch, ich saß am Schreibtisch im März 86 und da schreibe ich den Brief und 6 Wochen später war er hier. Das ist doch gut. Da war er gut. War Glück dann, ne? Da zum richtigen Zeitpunkt ihn zu erwischen. Aber der Bas Oldrin hatte mir dann erzählt, er hat das nicht nur privat, er war privat sehr interessiert an Obert, aber er wollte ihn ja noch kennenlernen, persönlich im Leben, aber er hat auch den Auftrag gehabt, von der amerikanischen Regierung Obert zu befragen bezüglich Weltraumtourismus. Ich weiß auch noch, wie der Meerbusch das erste Mal da war, das war ja eine Aufregung. Der Meerbold. Oder der Meerbold, ja. Das war ja eine Aufregung in Feucht, wie der dann kommen ist. Ja. Ich weiß noch, mit einem Bastelkurs haben sie im Museum im Abkalten, der Schelte aus Nürnberg. Mhm. Und da sind alle Wochen Jugendliche gekommen und haben Raketen gebastelt und dann sind wir auf der Wiese mit denen gefahren und die sind dann in die Luft gelassen. Also es war im Museum war eigentlich immer sehr viel los. Viele Jugend in der Zeit. Ich weiß, ich bin mit meiner Kulmbacher Schülerverbindung mal hergekommen, da war der ganze Bus voll, alle wollten. Ja. Und dann als Gästebuch, Professor hat unterschrieben und wunderschön und die Fotos hat man halt. Ja, ich habe Feuerwehr von Schweinfurt und so sind gekommen mit dem Bus und waren im Museum. Also es war viel los. Aber die Entwicklung von dem Museum,
Also hier aus dem Raum raus, aus dem Haus, rüber in das obere Zimmer, im ersten Stock, dann runter in den Halbstock rechts. Und dann hat der Sepp Roth alles die Zwischendecke eingezogen mit der Treppe. Und dann war es das richtig große Museum. Und das war sehr groß. Also, ja, da war er schon sehr stolz und auch mit Recht. Und dabei hat sich fast ein bisschen übernommen, ne? mit der ganzen Arbeit. Und dass es dann auch noch fertig wird, bis der Bill Ottweier da kam mit dem Mondstein und ja, so. Ja, Festen. Javare ist Orchestermitglied am Ulmer Stadtorchester. Ja, der ist aber jetzt in Pension. Ja. Und der hat immer dann auch beim Geburtstag, beim 95. Hat er zusammen mit dem Meerbold. Ulf Meerbold den sogenannten Astronautenwalzer haben sie gespielt. Der wurde extra komponiert und ich habe da so eine Abschrift davon, von der Komposition. Astronautenwalzer von Ulf Meerbold und Csaba Marton. Müssen wir mal dem Museumsarchiv dann musikalisch präsentieren. Da waren noch einmal so viele da von Peenemünde, Die alten Peenemünde, der Grösser. Der gab es halt die. Weniger der Grösser, ne? Ja, der hat die organisiert. Ja, der hat die. Winkelmann. Ja, das war halt aus dieser Frühzeit überhaupt der Raketenentwicklung. Aber die waren begeistert. Ja, das waren. Das oder Schleifenbaums auch. Ne? Schleifenbaum, gut. Der Professor, wie der das letzte Mal in Moskau war, da waren vor dem Hotel, müssen um die 1000 Leute gewesen sein, um den Professor zu sehen. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Weil der Professor Obert im direkten Briefkontakt mit ihrem Tsiolkovsky, mit ihrem großen Raumfahrttheoretiker stand, und sich ausgetauscht haben. Die wussten, dass die Russen Tsiolkovsky und Obert. Ja. Und wie der Obert, also das war Wahnsinn. Das ist ja toll. Ja. Wie der Bas Aldrin da war, habe ich mir so eine Eintrittskarte. Ja, das schenke ich dem Museum. Ja. Der Solovyov war noch da, es war der, der Meerbold und der Messerschmidt und der von Kuon, der Pronarium, der Schlegel. Und da muss ich schon sagen, der Herr Walter macht das richtig professionell mit uns. Ja. Das ist so schön, dass man so einen hat. Der Furrer war auch da. Aber hast du das schon gesagt? Der Ron, der Maler, was hieß der Ron? Weiß ich nicht. Sei. Da, Ron. Miller. Ron Miller, ja. Otto Bellinger war auch noch dabei, haben wir ganz vergessen. Ja, und haben wir mehr vergessen. Und den ersten Deutschen im Kosmos, den Herrn Sigmund Jähn. Jähn, war der auch dabei? Ist auch da, ja. Naja, es ist ja, ja es muss ja irgendwo weitergehen, es ist ja so. Ja, wenn ich mir überlege, was... Der Sepp Roth war halt zum Ausgeben, der wollte das haben und das haben, das war halt ein anderer Typ, ne, das war halt so. Ja, es ist ja alles schön, aber wenn man... Ohne Knete keine Fete. Ja, dann hat sie immer gesagt, Dada, wir müssen dein Konto wieder plündern. Na, mag's mal, Erna, hat er dann nur gesagt. Ne? Dann haben wir immer dem Professor sein Konto wieder transferieren müssen, von da nach da. Ja. Also wie gesagt, zum 75. Jubiläum habe ich gedacht, dass wir uns da alle wieder treffen und die nächste Runde machen. Nein, ich bin nicht dabei. Ich auch nicht. Das ist schon okay. Robert? Okay, ne? Wir machen das zum 75. So, das ein persönlicher Eindruck von Zeitzeugen mit den sehr persönlichen Erinnerungen an Obert, natürlich auch genannt Sepp Roth, dem wir im Grunde eigentlich das Obert-Museum verdanken, das dann hier auf Anregung von Dr. Staats, dem Chef der Hermann-Obert-Gesellschaft, nachdem der mal erlebt hat, wie es hier abgeht, wenn Besucher gekommen sind, weil Obert, typisch Wissenschaftler, was hat er gemacht? Hat gesagt, hallo, wunderbar, sehr schön, begrüßt. Dann hat er sich zurückgezogen und seine Frau durfte dann mit den Alben die Gäste im Grunde so das Leben erzählen. Und dann gab es die typische Situation, aber das ist ja ein wunderbares Bild vom Herrn Professor. Und dann seine Frau, die Tilly,
Ach, gefällt es Ihnen? Möchten Sie es haben? Ja, wenn ich darf. Ich habe ihn ja in natura. Und das hat eben Gustl Staats mal selbst miterlebt und hat gesagt, Kinder, so geht das nicht. Schafft hier bitte im Schloss einen Raum, mit dem ihr die Sachen ausstellt. Und so ist dann tatsächlich eben 71 hier das Museum entstanden. Und der es gemacht hat, das war eben Sepp Roth. Und in dieser Zeit ist der Robert Adams, unser zweiter Vorsitzender, und auch ich hier mit dazugekommen. Der Jabba Marton, der war da schon mit von der Partie. Und so haben wir eben hier in diesem Gebäude, gleich hier drüben, ja, haben hier die Wände rausgerissen und hier sind dann 170 Quadratmeter entstanden. 160 Quadratmeter, um genau zu sein. Ja, und dann gab es natürlich irgendwann 100 Jahre Hermann Oberth. Und auch hier haben wir einen Einspieler vorbereitet von der damaligen Feier. Und wir haben ja dann in der zweiten Runde auch den jetzigen Bürgermeister der Marktgemeinde Feucht hier mit in der Runde. Und lassen Sie uns mal hören, was der damalige Bürgermeister Hanni Schönfelder damals zum 100. Geburtstag der versammelten Runde, ungefähr so 400 Teilnehmern, plus ein paar Astronauten, was er zu Hermann Oberth und über das Oberth-Museum gesagt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Abend für Hermann Oberth hat anschaulich gemacht, welche Wirkung seine Ideen haben und auch in Zukunft noch haben werden. Auf dem Markt Feucht, einer Gemeinde mit 13.300 Einwohnern, fällt sehr viel Glanz vom Ruhm Professors Oberth herab. Das ist ein Grund, dafür zu danken, dass heute so viele Astronauten und Kosmonauten und Wissenschaftler von hohem Rang nach Feucht gekommen sind, um mit uns und der Familie Oberth den 100. Geburtstag zu feiern. Ich danke daher allen, die die Idee zu diesem Abend hatten, die den Abend vorbereitet haben und nicht zuletzt denen, die hier mitgewirkt haben. Ein Abend für Hermann Oberth war ein Dank an Hermann Oberth. Feucht ist vielen von der Autobahn bekannt, nur von der Autobahn bekannt. Feucht ist aber sehr viel mehr als die Autobahn. Nicht zuletzt deshalb, weil Professor Hermann Oberth hier seit 1943 gelebt hat und weil wir seit über 20 Jahren ein Hermann Oberth Raumfahrtmuseum in unserer Gemeinde haben. Allen, die daran beteiligt sind, sage ich einen herzlichen Dank. Soweit die Worte unseres damaligen Unterstützers, dem damaligen Bürgermeister Hanni Schönfelder. Hier in dieser Runde, hier in diesem Haus, das Museum ist ja dann umgezogen, hier in das kleine Haus hier vorne dran. Und lassen Sie sich mal bitte mitnehmen, jetzt hier von Professor Walter und von mir einen kleinen Rundgang durch das heutige Museum. Und wenn alles klappt, ist auch das schon bald Teil der Vergangenheit, wie so manches, was eben von Oberth heute Teil der Geschichte ist. Lass den Film ablaufen, bitte. Ja. So. Ja. Das Prinzip-Schloss. Das hat er gekauft damals. Ne? Das hat er 1943 gekauft. Aha. Aber nicht in diesem Zustand, nehme ich an. Nein, nicht in diesem wunderbaren Zustand. Mhm. Da gab es noch kein fließend Wasser.
Also, warum hat er sich hierfür entschieden? Warum? Ja. Das war relativ einfach. Er hat drei Objekte angeboten bekommen von einem Makler in Deutschland. Und das war eines dieser drei Objekte. Und wahrscheinlich hat auch eine Rolle gespielt, dass mütterlicherseits seine Mutter Valerie, deren Familie kam aus Franken. Ja. Und das mag dann den Ausschlag gegeben haben, dass man letztendlich hierher gekommen ist. Aber da musst du noch viel investieren, um das dann in Schuss zu kriegen, oder? Also ab August 1945 hat er dann tatsächlich hier auch gelebt. Es wurde viel investiert. Irgendwann wuchs dann es der Familie Ende der 80er Jahre über den Kopf und es wurde an die Gemeinde verkauft. Mhm. Aber hier drinnen, da entstand 1971 das erste Obertmuseum, ist dann ein bisschen im Haus herumgewandert, ist dann da nach vorne gekommen. Hermann Obert kam hier aus Siebenbürgen, das ist Schäßburg, mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn, Julius. Von da kam er her, da war er Lehrer, ist dann hier mit seiner Arbeit, die er über Raketen gemacht hat, um das zu verwirklichen, dann nach Berlin gekommen, zu Fritz Lang, Frau im Mond. Ja. Von Berlin aus gab es eine kleine Pause, ist er dann nach Wien, hat dort einen Forschungsauftrag gehabt, danach in der Folge in Dresden und kam dann tatsächlich auch nach Peenemünde. Blieb da aber nur eine Zeit, die V2 war im Grunde bereits komplett entwickelt, nach dem, was hier in diesem Buch steht. Und von Peenemünde aus ging er dann noch nach Reinsdorf und das war schon. Danach war die Familie hier in Feucht. Was sagt dieses Buch heute noch? Ja. Der Titel sagt es, die Rakete zu den Planeten räumen. Es gab damals viele Vorstellungen, Fantasien, Romane, wie man in den Weltraum zum Mond kommen könnte. Aber er hat gezeigt, dass es etwas gibt, eine Technik, die Rakete nämlich, mit der man das machen kann. Er hat es nicht nur physikalisch und mathematisch beschrieben, und das ist wichtig, weil das ist der Beweis, dass man das machen kann, sondern er hat genau berechnet, wie viel Treibstoff man braucht und all sowas. Und damit, das war eigentlich die Grundlage. Deswegen ist er der Vater der Raumfahrt hier in Deutschland. Gut. Dann lass uns darüber gehen. Ja. Hier haben wir nämlich die Bücher im Original. Ah, hier haben wir die zweite Ausgabe von der Rakete zu den Planetenräumen 25, dann die große erweiterte Wege zur Raumschifffahrt, hier mit Banderole. Und auf dem Weg hierher habe ich noch ein anderes schönes Stück aufgeschnappt. Das stammt aus einer Ausstellung aus dem Jahre 1952. Es war die erste Ausstellung anlässlich eines astronautischen Kongresses, damals in Stuttgart. Gemacht, ja, ich sehe es. Ja, von den Gebrüdern Röhmen. Die haben damals schon die Illustrationen Ende der 20er für Valier gemacht. Und was zeigt das hier? Das zeigt den kritischen Augenblick, wo ich in den Weltraum muss. Synergiekurve bedeutet, ich muss alle Phasen, das bedeuten diese Punkte, alle Phasen so optimieren, damit ich möglichst mit wenig Treibstoff in den Erdorbit komme, also horizontal fliege. Starten muss ich allerdings senkrecht und der Grund ist einfach der, ich muss möglichst schnell durch die Atmosphäre durch. Und das steht ja auch hier, um dann einzubiegen in meinen Orbit. Und auch die Zeiten, die sind heute genauso. Nach 2 Minuten wird die erste Stufe abgetrennt und nach 8 Minuten ist Brennschluss. Also man kann sagen, das könnte man heute genauso noch gut in die Vorlesung nehmen. Gut, lass uns weitergehen. So, und hier kommen wir jetzt zum Übergang in die Praxis. Sommer 1930, Chemisch-Technische Reichsanstalt, eingefädelt von Rudolf Nebel. Hier ging es darum, dass Obert jetzt tatsächlich auch den Beweis erbringt, funktioniert das Ganze. Ja. Und er hat bei der UFA schon diesen kleinen Raketenmotor gebaut, die sogenannte Kegeldüse. Ja. Was ist das? Ja, das ist ein sehr ungewöhnliches Design, muss man sagen. Heute baut man Brennkammern doch anders. Aber es hat funktioniert. Das Besondere war, dass die Einspritzung des Treibstoffs und des Oxidizers von unten kam für eine bessere Durchmischung, deswegen auch diese Kegelform, sodass dann durch die Verbrennung die Gase nach hinten ausgestoßen wurde. Also heute sehr ungewöhnlich, aber es hat funktioniert und deswegen konnte er den Beweis erbringen. Ja. Damals eine Leistung von 7 Kilo. Wir haben bei einem Tag der Raumfahrtgeschichte das Ganze mal richtig durchrechnen lassen mit heutigen Strömungsmodellen. Ja. Sie hätte eine Aufströmgeschwindigkeit von Mach 2 gehabt und tatsächlich ungefähr 70 Kilo Rückstoß geliefert, also wenn genau alles geklappt hätte. Ja, ist genau wie berechnet.
Ja? Und dafür gab es ein amtliches Zeugnis und in Deutschland braucht man das und damit funktioniert Raketenfahrt. Lass uns weiter. Hier im Glashaus haben wir ein ganz besonderes Objekt. Das ist diese kleine Kugel da oben, ja. 1957 das erste von Menschenhand in den Weltraum gebrachte ja. Objekt. Ja. Ein Geschenk der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften an das Hermann-Obert-Raumfahrt-Museum. Mhm. Was ist das? Ja, also das, ich möchte mal sagen, das ist der Urknall der Raumfahrt tatsächlich. Die Russen haben ein Zeichen gesetzt, haben gesagt, wir erobern den Weltraum, ihr Amerikaner seid nichts und hier seht ihr. Und er hat lange Antennen, sodass also die Funkamateure damals durchaus empfangen konnten, sagen, ja, die Russen haben da oben was. Und dann haben die Amerikaner gesagt, so, das kann nicht sein, wir gründen die NASA. Ein Jahr später haben sie NASA gegründet, haben gesagt, das wissen wir alle, Anfang der 60er Jahre, wir fliegen jetzt zum Mond und dann aber auch bemannt. Lass uns über astronautische, bemannte Raumfahrt sprechen. Das ist exemplarisch das Topmodell überhaupt. Das ist eines von vier Modellen, das einzig noch existente, von der ursprünglichen Form, allererstes Modell von Apollo. 1960, bevor Kennedy irgendwas über Apollo-Mondlandung gesagt hat, wurde das bereits bei der NASA entwickelt. Und der Mann, der jetzt hier für dieses Design zuständig war, war Will Taub. Der war eigentlich unbekannt, der Name, oder? Einer von den Tausenden, x Abertausenden, die im Hintergrund geschaffen haben, das ist der Anfang der amerikanischen bemannten Raumfahrt. Gibt es da noch mehr von diesen Modellen? Von diesen selbst hier, nein. Das ist das Einzige. Weltweit. Es steht hier in Feucht, aber wir haben auch die ganzen entsprechenden Zeichnungen dazu. Ja, hier hinten ist eine, aber wir haben zwei Paletten voll. Und bei diesen zwei Paletten haben wir auch noch was anderes. Und zwar die Zeichnungen hiervon, vom Space Shuttle. Das ist ja eine neuere Zeit, eine Zeit, die hier wesentlich mehr Zusammenhang dieses hat. Dieses Space Shuttle sieht aber schon wesentlich älter aus, muss eine der ersten Versionen gewesen sein. Das gehört zu den ersten, ja. Das wirkliche Space Shuttle hatte hier unten jetzt keine Flügel, sondern nur der Orbiter hier oben hatte Flügel. Aber ich muss sagen, im Prinzip, das Prinzip ist dasselbe. In der Mitte die Tanks, hier unten die Antriebe und außen dran gesetzt der sogenannte Orbiter. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Da saß ich ja drin mit meiner Mission 1993. Genau. Ja, man muss wissen, wenn man damit hochfliegt, das ist ein Ritt über ein Kopfsteinpflaster mit 120 Sachen. Also das muss ich sagen, das bleibt da oben in Erinnerung. Ja. Ja, und nach 8 Minuten ist man dann im Weltraum. Wir reden gerade von der bemannten. Ja. Wie ist das mit der sogenannten unbemannten, robotischen Raumfahrt? Ja. Sind da auch Menschen im Hintergrund? Ja, tatsächlich interessiert den Menschen, die Öffentlichkeit, der Mensch am meisten. Der Mensch ist sowohl der Astronaut. Der Astronaut, so empfinde ich das immer, ist der Botschafter für die Menschheit. Wenn ich zurückkomme, werde ich gefragt, wie war es, was sind die Gefühle? Und das verstehe ich sehr gut. Das heißt, der Mensch möchte die Erfahrung des Weltraums haben. Aber Raumfahrt ist mehr als nur da oben sein. Es ist auch unten als Techniker sein, mit dabei arbeiten zu können, mit dabei zu sein. Wenn wir jetzt zum Mars fliegen und dort oben einen Rover und einen Hubschrauber fliegen lassen, das bedeutet, Tausende von Menschen haben das Ding entwickeln und biebern der Situation entgegen, ob nun der Hubschrauber fliegt oder nicht. Und das ist auch Faszination Weltraum und Raumfahrttechnik, was wir hier eben auch sehen. Also man darf nicht vergessen, Menschen oben ja, aber unten genauso, und zwar Tausende. Also hier, Wohnhaus von Obert, seit 1961. Und das ist so typisch. Hier oben das Wappen von Siebenbürgen, seine Heimat. Hier unten die Rakete vor der Welt und angedeutet die Planeten. Man weiß, wo man ist. Das war seine Welt. Das war seine Welt. Und er hat es gezeigt. Hier einen historischen Platz. Im Hintergrund das Wohnhaus Obert, die Terrasse. Der Stuhl, auf dem Obert immer gerne saß.
Und hier im Hintergrund ein Bild von 1989 im September. Was ist die Geschichte dazu? Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir waren damals im Training, mitten im Training. Und unser Chef kam damals und gesagt, wir müssen unbedingt zum Obert. Der hat jetzt ein bisschen Zeit, egal ob ihr könnt oder nicht. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. Und dann waren wir im September dort. Ich kann mich gut erinnern, sonniger Tag, genauso wie heute. Ja, und dann saß er da so im Stuhl. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Er war schon ein bisschen gebrechlich, das sieht man ja auch, aber er konnte noch unterschreiben. Er hat mir damals ein Buch signiert, jedem von uns übrigens, das habe ich heute noch. Aber das ist eben genauso die Zeit, wie es damals war. Bunt, ja, man war bunter gekleidet, man war jünger. Ja, und das sieht man, das, wir waren die Kinder unserer Zeit. Vier Astronauten, ne, die Heike, die Renate, die Heike dort drüben, das war ich und der Hans. Wir waren damals im Training, ja, und mit dem Hans bin ich ja später geflogen. Wir haben viel darüber gesprochen, über die Raumfahrt damals. Wir saßen da drin, das war ja hier vorne, zusammen am Tisch. Ja, er interessierte sich dafür, aber er war irgendwie in Gedanken schon woanders, hatte ich das Gefühl. Also ja, Raumfahrt war sein Ding, aber er wollte mehr, er wollte irgendwie anders. Ja. Das kam bei mir damals so rüber. Ja, soweit dazu. Ich darf dieser Runde meinen ganz herzlichen Dank sagen. Bleiben Sie dran, es geht noch weiter, es gibt noch eine zweite Runde. Ganz herzlichen Dank, Ulf Merbold, Uli Walter, Fritz. Ja, das haben wir geschafft. Erster Teil ist durch. Seien Sie gespannt auf den zweiten Teil. Wir kriegen jetzt noch mal einen kurzen Einspieler, auch hier von unserem vorhergehenden Bürgermeister, von Konrad Ruprecht und dann noch von Herrn Sauer. Und das war's von der Seite jetzt erstmal von mir, von Karl-Heinz Vorbild, dem Museumsdirektor. Und gleich übernimmt hier an meiner Position Uli Walter die zweite Runde. Bis gleich. Da ich leider selbst nicht zur Geburtstagsfeier kommen kann, möchte ich meine Verbundenheit mit dem Horm zumindest auf diese Weise über das Video zum Ausdruck bringen. Das Horm ist nach meiner Meinung nach ein sehr großes Aushängeschild für den Markt Feucht. Aus ganz kleinen Anfängen hier im Finsingschloss ist im Laufe der Zeit etwas Großes, etwas Großartiges geworden, das weltweit Beachtung findet, ja, und auch diese Beachtung verdient. Anfangs, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, führte Professor Obert selbst durchs Museum. Eine kleine Anekdote aus dieser Zeit. Meine Eltern und ich, wir fuhren damals die Nürnberger Straße. Da gab es noch einen Bahnübergang mit Blinklicht. Und der Zug kam, Blinklicht ging an, alle hielten an, bis auf Professor Obert. Er lief weiter mit den Händen verschränkt im Rücken, wie man ihn so kennt, und blickt nach oben. Meine Mutter sprang geistesgegenwärtig aus dem Auto, hielt ihn zurück. Was wäre passiert, wenn der Zug dann Kontakt mit ihm gehabt hätte? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die im Laufe der letzten 50 Jahre dem Horm gedient haben und hier den kleinen Schritt jeweils vorangebracht haben. Ohne all die anderen nicht in den Schatten zu stellen, darf ich trotzdem zwei Personen ganz besonders erwähnen. Das zum einen ist Paul Morath, mein Vorvorgänger, der es geschafft hat, dieses Museum hier an dieser Stelle zu etablieren. Ja, und Karl-Heinz Rohrbild, den unermüdlichen und selbstlosen Museumsdirektor, dem die positive Zukunft des Museums eine Herzensangelegenheit ist. Ich hoffe und wünsche, zusammen mit allen Freunden und Förderern des Hermann-Obert-Raumfahrtsmuseums, dass sich der Traum von einer erweiterten, modernen Museum am historischen Ort in der Pfinzingstraße alsbald erfüllen mag und die Zweifler und Skeptiker verstimmen lässt. Eine schöne Geburtstagsfeier. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren
Hermann Oberth Raumfahrtmuseum wünscht die Karl-Wolf-Gesellschaft, also den Bürgerlichen Wirtschaftsclub in Deutschland, allen Beteiligten, die ihren Beitrag gebracht haben, um dieses Museum 50 Jahre am Leben zu halten und es in diesen 50 Jahren immer weiter zu erweitern. Im Moment sieht es so aus, dass eine Vergrößerung ansteht, um alle Exponate in das ordentliche oder in das helle Licht zu stellen, um alle Gegenstände, um alle Skizzen, um alle Visionen, die diesen Mann begleitet haben, auch für die zukünftigen Generationen zu sichern und auszustellen. Wir wünschen zum 50-jährigen Jubiläum nochmal 50 Jahre obendrauf und hoffen, dass dieses gelingt mit dem neuen Projekt des Umbaus und der Vergrößerung des Museums. Ja, und damit machen wir weiter. Ich begrüße Sie jetzt zu einer zweiten Talkrunde. Wir wollen etwas über die Geschichte dieses Museums, aber auch über die Zukunft des Museums sprechen und damit verbunden natürlich auch über die Vergangenheit und die Zukunft der Raumfahrt. Und zu dieser Runde begrüße ich diese Person hier in dieser Runde. Ich darf vorstellen, Herr Freller, er ist Landtagsvizepräsident. Er vertritt sozusagen die Politik von Bayern, den Bürgermeister Kotzur von Marktfeucht. Ich begrüße Frau Marion Grete, sie ist die Leiterin des Museums, des Deutschen Museums in Nürnberg und natürlich unseren Museumsdirektor Herrn Rohrwild. Unser Museum, was macht eigentlich ein Museum? Nun, offiziell heißt es sammelt, bewahrt, erforscht die Geschichte, es stellt aus und vermittelt. Herr Rohrwild, was davon ist Ihnen am liebsten und was glauben Sie, sollten wir in Zukunft sozusagen noch mehr mit diesem Museum machen? Was sollten wir noch mehr machen? Wir brauchen mehr Raum, um alle Sachen erstmal zusammenzubringen. Yeah. Das heißt, unsere Archive sind verteilt, die sind nicht an einem Ort, sie sind nicht ideal zugänglich. Forschung ist nur eingeschränkt möglich. Die Sachen gehören digitalisiert. Zum weitestgehenden Teil, vor allem die ganz Alten, dass sie gesichert sind für die Zukunft und dass sie der internationalen Forschung auch im Grunde barrierefrei zugänglich sind. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das ist das, was im Hintergrund geschieht, was keiner sieht. Aber da sind wir sehr stark. Da sind wir wohl, ja, wahrscheinlich in Deutschland absolut treibende Kraft Nummer eins, diese Frühzeit. Wenn man das Museum hört, ist Forschen ja ein ungewöhnliches Wort. Ja. Machen wir auch Forschung? Wir machen Forschung. Wir sind bei den internationalen astronautischen Kongressen mit dabei und halten hier vor internationalem Publikum, vor weitgehend unbekannten Leuten über diese Menschen Vorträge. Und selbst wenn mein Kollege Frank Winter, ehemals Air and Space Museum, Kurator für die frühe Raumfahrt, sagt, von dem Typen habe ich noch nie was gehört, ja, dann ist das für unsere Einrichtung schon so etwas wie der kleine Adelschlag. Und davon gibt es auch im Univelt Verlag in Amerika eine ganze Serie. Und das ist somit das Beste, was es eigentlich zur Sache Raumfahrtgeschichte gehört. Und da bringen wir unseren Beitrag mit ein. Und jetzt noch was ganz Besonderes zum Stichwort Sammeln. Unser Museumsdirektor sammelt nicht nur sozusagen, er verwaltet nicht nur das Sammeln, sondern er sammelt aus wirklicher eigener Überzeugung selber. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Wie kommen wir also an die Museumsstücke? Naja, das hat angefangen mit einem kleinen Raumschiff über die Mercury-Kapsel. Damals hier oben genau die Richtung im Archiv habe ich eine alte Zeitschrift gefunden von 1963, Weltraumfahrt. Da war ein Bild drinnen mit einer ganz tollen Mercury-Kapsel, Maßstab 1:3. John Glenn und Theo Willix aus Duisburg waren abgebildet. Was macht der junge Mann? Der schnappt sich die Telefonauskunft, ruft an, sagt, Telefonnummer will ich haben, ich rufe den an und frage ihn, kann ich das Ding haben? Hat er gesagt, 1000 Mark, okay, dann kannst du es holen. Ja, das waren für mich damals als Maschinenbaulehrling 3 Lehrlingsgehälter, ja, 3 Monatsgehälter. Also, was habe ich gemacht? Habe das Ding geholt und so hat das angefangen. Und wann immer ich der Meinung war, wir brauchen was, dann habe ich es halt gemacht. Und so ist es bis heute. Er
schaut sozusagen bei eBay nach weltweit, wo kann ich was erwerben und finanziert es sogar selber. Also das finde ich ist ein ganz besonderer Direktor und deswegen meinen herzlichen Dank an Sie. Wenn wir Sie nicht hätten, hätten wir eigentlich nicht dieses Museum. Damit komme ich zu Ihnen, Herr Kotzur. Wenn wir die Gemeinde nicht hätten, und das seit vielen Jahren, gäbe es auch nicht dieses Museum. Denn die Gemeinde Feucht steht hinter uns. Wir sind froh, dass wir gerade hier in der Gemeinde Feucht sind. Sie verwalten auch offiziell den wissenschaftlichen Nachlass. Wie standen Sie und vor allen Dingen, wie werden Sie in Zukunft zu diesem Museum stehen? Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass Museen in der heutigen Zeit einen ganz anderen Stellenwert haben als in der Vergangenheit. Sie haben es ja vorhin kurz angerissen, eine Sammlung von Gegenständen verschiedenster Art. Früher war es nur der Herrschaftselite zugänglich und auch der Wissenschaft und Forschung. Und es ist auch ein ganz wesentlicher Beitrag für Wissenschaft und Forschung. Das haben wir auch in der ersten Runde gehört, welchen Beitrag auch Hermann Obert zur heutigen Zeit beigetragen haben. Wir haben das Thema Ozonloch haben wir angerissen vorhin. Ja. Sieht man, wie wichtig das ist. Es hat sich dann ein bisschen gewandelt. In den 70er Jahren hat sich ja dann der Stellenwert von Museen ganz geändert. Die Popularität von Museen hat viel mehr zugenommen. Ja. Es war für die Allgemeinheit viel zugänglicher. Und dadurch musste natürlich auch an der Präsentation der Gegenstände, die man gesammelt hat, auch ein bisschen gearbeitet werden, um eben den Zugang zu ermöglichen. Und es hat auch den Stellenwert des Bildungsstandorts. Ein Museum ist ein Bildungsstandort, um Wissenstransfer herzustellen. Und umso wichtiger ist es, die Gegenstände entsprechend auch vorzustellen. Mhm. Und da braucht man natürlich auch entsprechende Räumlichkeiten. Die derzeitige Situation ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend, weil natürlich die Ausstellung immer größer wird, immer mehr Gegenstände. Und wir als Markt Feucht sind natürlich auch in der Pflicht, da ein bisschen zu unterstützen oder unsere Unterstützung auch mit beizutragen. Mhm. Und das werden wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten dann auch entsprechend tun. Ja, damit sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Über die Jahre hat sich sehr viel angesammelt. Wir platzen hier wirklich aus allen Nähten, was natürlich auf der einen Seite eine gewisse Gemütlichkeit bedeutet, aber viele Exponate können sozusagen nicht dargestellt werden. Und deswegen planen wir ja ein größeres Museum, was gleich hier nebenan entstehen soll. Wie steht die Gemeinde Markt Feucht dazu? Also grundsätzlich die Marktgemeinde Feucht, der Marktgemeinderat und alle Beteiligten freuen sich auf so eine Umsetzung und die Räumlichkeiten. Wir haben das Konzept uns angesehen und finden es ganz toll. Und wie gesagt, wir werden da entsprechend, wie wir es möglich machen können, auch Unterstützung mit beitragen, um eben diese Planungen, die das Museum vorhat, auch mit zu realisieren und einen Beitrag zu leisten. Mhm. Jeder trägt sozusagen sein Schärflein bei, nicht nur die Gemeinde, sondern auch Bayern. Der Staat Bayern, damit komme ich zu Ihnen, Herr Freller. Sie vertreten sozusagen heute hier die bayerische Politik. Sie sind, ich hatte es gerade gesagt, der Vizepräsident des Landtages. Corona hat ja ziemlich große Löcher in den Haushalt gerissen. Was bedeutet das in Zukunft überhaupt für die Kultur, für Kulturmuseen insbesondere, natürlich insbesondere für unser Museum? Ja. Also zunächst gratuliere ich einmal für den Bayerischen Landtag zu den 50 Jahren. Das ist wirklich ein Grund, wo sich ganz Bayern darüber freuen darf, über diesen Geburtstag. Ich will ein bisschen weiter ausholen, sei mir gestattet. Ich komme gleich dann schon zum Punkt. Der Merbold hat vorhin einen wichtigen Gedanken aufgegriffen, nämlich die wachsende Bevölkerungszahl auf der Welt. Wenn man den Zahlen der Wissenschaftler glaubt, werden wir bis 2050 etwa 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde sein. Um das Zusammenleben dieser Menschen friedlich zu organisieren, muss vieles funktionieren. Es muss die Umwelt intakt bleiben, es muss die Nahrung entsprechend vorhanden sein, es muss die Kommunikation stimmen und vieles mehr. Und ich bin der Auffassung, dass dazu die Raumfahrt einen ganz entscheidenden Beitrag leistet. Das wird völlig übersehen noch, was für den Alltag im Moment schon die Raumfahrt wert ist. Mhm. Also allein wenn ich die Beobachtung, auch in der Landwirtschaft übrigens, da gibt es auch ein eigenes Programm, dass die gesamte Kulturen auch übersieht und bewacht und von oben auch kontrolliert. Und was natürlich auch entscheidend wichtig ist, sonst wäre die ganze Umweltdiskussion, die ganze Klimadiskussion im Moment nicht sachlich führbar, wenn wir nicht die Zahlen aus dem Weltraum hätten und die Bilder aus dem Weltraum hätten. Und das heißt für mich, wenn ich den Weltraum
und die Weltraumfahrt brauche, um für die Zukunft von 10 Milliarden Menschen Voraussetzungen zu schaffen, muss ich begeistern für diese, für diesen Bereich ja. des Weltraums. Und für mich muss ein Museum begeistern. Ja. Und ich möchte, dass ein Museum junge Leute begeistert, sich mit etwas zu befassen und noch dazu sich mit etwas zu befassen, das auch für die Weiterentwicklung wichtig ist. Und deswegen meine ich, dass wir gut daran tun, dass wir gerade auch im technischen Bereich entsprechende Museen auch optimal ausstatten. Ich erinnere an das Deutsche Museum, auf der einen Seite logischerweise München, eines der größten überhaupt, mit den zweithöchsten Besucherzahlen nach Neuschwanstein, aber das Nürnberger wird auch einen entsprechenden Erfolg haben. Und da will ich, dass junge Menschen sich vor allem auch hineinbegeben, auch mit ihren Schulen, mit ihren Lehrern, mit ihren Klassen, um eine gewisse Technikaffinität und eine Affinität auch zur Raumfahrt zu entwickeln. Und deswegen meine ich, wir tun gut daran, wenn wir auch dieses Museum entsprechend unterstützen. Ich habe es sehr schön gefunden, dass vor ganz kurz bevor es dann mit Corona losging, der bayerische Ministerpräsident hier gewesen ist, auch das deutlich zur Sprache gebracht hat, weil Sie waren dabei gestanden, dass wir die Raumfahrt in Bayern fördern. Übrigens, wir haben jetzt schon eine Situation, dass wir 34.000 Menschen im Bereich der Raumfahrt beschäftigt haben und einen Umsatz von etwa 9 bis 10 Milliarden. Wie in Bayern alleine? In Bayern, nur in Bayern. In Bayern, Entschuldigung, in Bayern beschäftigt haben und mit etwa 9 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt schon eine riesige Geschichte und ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten 20 Jahren das vervielfacht. In der Welt spricht man, dass sich die Summen im Raumfahrtbereich mindestens verzehnfachen, auch die Umsatzsummen. Noch einmal zurück und jetzt zu Ihrem Museum, das ein gelungenes ist, weil es neugierig macht. Ein Museum muss begeistern und neugierig machen. Und wenn wir möglichst viele junge Leute herholen, die sagen, Mensch, ja toll, eigentlich schon die Faszination. Ich selber habe diese Faszination erlebt, wie vorhin auch, ein paar Jahre jünger. Ich war damals 13, die erste Mondlandung war für mich natürlich auch die Faszination schlechthin als 13-Jähriger. Und ich war von einem Bild ein Leben lang fasziniert. Es war dieses Bild von Apollo 8, wo der, ich glaube, der William Enders war es, der Astronaut, die aufgehende Erde fotografiert hat. Das ist für mich eines der Bilder gewesen, die sich ungemein eingebrannt hat. Und wenn man diese Faszination, die wir durch unser Erleben des Anfangs mitbekommen haben, jetzt der nächsten Generation vermitteln durch das Museum, dann liegen wir richtig. Herr Feller, ich kann bestätigen, genau das ist unser Ziel. Wir haben sehr viele Schulklassen, die gehen durch unser Museum. Es ist unser Ziel, wirklich die Jugend zu begeistern, genauso wie damals Sie durch die Raumfahrt begeistert wurden. Und dieses Bild, das der Herr Feller ansprach, das ist inzwischen eine Ikone der Raumfahrt, diese Erde, die also vor dem Hintergrund des Mondes aufgeht. Damit möchte ich zu Frau Greta kommen. Sie sind die Leiterin des Zukunftsmuseums in Nürnberg, so heißt es ja. Toll, hört sich klasse an. Und jetzt kommt es, Sie haben ja auch eine eigene Raumfahrtabteilung dann in Nürnberg. Und wir haben hier die Raumfahrt. Und deswegen haben wir uns immer gefreut, dass jetzt also hier im Frankenland in Nürnberg dieses Museum hinkommt. Wie sehen Sie die Beziehung, die zukünftige Beziehung zwischen Ihrem Raumfahrtteil und unserem Raumfahrtmuseum? Erstmal vielen Dank für die Einladung und nochmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Museum. Also ich bin schon eine Weile in Franken und ich habe natürlich dieses Museum auch schon besucht und ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Es ist wirklich ein Museum, das begeistert und das ist, glaube ich, ein Kern, den das Herbert-Umert-Museum und auch das Zukunftsmuseum teilen werden, nämlich dass den Besucher technische Innovationen nicht einfach nur dargebracht wird, sondern dass man durch die Objekte, durch den Raum, in den sie gestellt werden, einfach für Technik begeistert und natürlich für Fragen, die diese technische Innovation auslösen, auch weiterhin, sag ich mal, ja, weiter denken lassen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe, die Museen haben und auch erfüllen können und das Ganze aber auch mit Unterhaltung paaren können. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil gerade wenn wir junge Leute ansprechen, ist es natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, dass Wissenschaft, das ist natürlich immer der Kern unserer aller Ausstellungen in Museen, dass wir die so darbringen, dass wir sie so präsentieren, dass es eben
für alle Leute, also für alle Besucherinnen und Besucher einen Mehrwert hat. Ja, Raumfahrt, wir haben hier bei uns, ist leider noch nicht eröffnet, aber es ist bald soweit, das Deutsche Museum, jetzt wollen Sie mich, wir werden im September soweit sein und werden, natürlich Corona-bedingt ist alles ein bisschen verschoben, aber im September werden wir wohl die Türen öffnen können und ich hoffe auch, dass wir da einen Brückenschlag natürlich hier nach Feucht schlagen können, denn als Technikmuseum ist man natürlich Bruder im Geiste. Und Feucht ist ein Steinwurf entfernt von Nürnberg. Mit 15 Minuten S-Bahnfahrt ist man ja schon in Nürnberg, beziehungsweise von Nürnberg in Feucht. Ja, was wir hier zeigen wollen, und ich glaube, da ist tatsächlich hier der, lass mal, die Geschichte ist ja immer auch Kern von Zukunft, zu sagen, wohin geht es denn? Ja. Am Ende ist es natürlich spannend zu sehen, wie technische Innovationen uns zum Beispiel in den Weltraum bringt, aber wir wollen natürlich auch zeigen, was machen wir denn dann da in vielleicht 20, 30, 50, 100 Jahren. Wir zeigen auch, sag ich mal, Überwindungen, also Dinge, die man überwinden muss, um überhaupt in den Weltraum zu kommen, weil ich glaube, jetzt sitzen hier nur Experten. Für den normalen Besucher, für die normale Besucherin ist das gar nicht so einfach zu verstehen, denn wenn man Science-Fiction-Filme sieht, und ich glaube, die meisten Leute kennen teilweise, also die erste Berührung mit Raumfahrt ist tatsächlich aus Science-Fiction-Filmen und Science-Fiction-Geschichten, da sieht das natürlich alles viel einfacher aus. Und das ist natürlich in der Realität nicht so. Also wir beschäftigen uns tatsächlich damit, wie gerade eben auch Raumfahrt sich entwickelt, also sowas wie ein Raumfahrstuhl, was ja Elon Musk gerade macht, aber auch am Ende solche Raumfahrtmissionen wie zum Mars, wo man eventuell auch von Kolonisierung sprechen kann. Denn das ist ja die Frage, auch der ewige Traum der Menschheit, zu sagen, wie ist es denn, wenn man nicht nur von oben drauf guckt, sondern wie ist es denn, wenn man auch tatsächlich weiter in den Raum geht und das dann dort auch vielleicht besiedeln kann? Und was muss alles passieren, damit wir das können? Von daher sind wir gar nicht so weit voneinander weg, weil hier wird Pionier Geschichte, sage ich mal, erzählt. Also da ist der Kern. Am Ende steht natürlich dann immer die Frage, was wird daraus weiterentwickelt? Und ich glaube, der Besucher kann hier sehen, was bis jetzt passiert ist. Und wenn sie dann zu uns kommen, nach Nürnberg, wird man dann sehen, wie es eventuell, es gibt ja verschiedene Zukünfte, wie es weitergehen kann und wie es sich eventuell auch auf unsere im Moment befindliche Gegenwart auswirkt. Ich finde, das passt alles wunderbar zusammen. Sie machen die Zukunft der Raumfahrt, wir machen sozusagen ein bisschen die Geschichte der Raumfahrt. Und ich sehe in Ihren Augen, Sie sind bereits schon Raumfahrt begeistert. Also ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit zwischen Nürnberg und Feucht. Das Deutsche Museum in Nürnberg ist ein Teil des Deutschen Museums insgesamt. Es gibt ja in Bonn noch einen Teil. Und der Generaldirektor des Deutschen Museums, Professor Heckel, schickt uns jetzt auch schöne Grußworte und das schauen wir uns jetzt mal an. Liebes Obertraumfahrtmuseum, als Träger der Obertmedaille und Generaldirektor des Deutschen Museums gratuliere ich ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen. Ein so wunderbares Spezialmuseum bedarf einer Erweiterung, wenn es seine sammelnde Tätigkeit fortsetzen möchte. Damit Raumfahrtgeschichte lebendig wird, wünsche ich dieses Ihrem Haus, lieber Herr Kollege Rohrwild. Ich selbst habe Hermann Obert kennenlernen dürfen zur Eröffnung der Volkssternwarte in Neumarkt in der Oberpfalz als Student und bin deshalb froh, dass es diese Perle in Feucht gibt. Ad multos annos vom Deutschen Museum, dem kleinen, großen Bruder Ihres wunderbaren Obertmuseums in Feucht. Ja, das war der Generaldirektor des Deutschen Museums. Sie wissen, er sitzt in München und hat dort dieses große Museum auf der Museumsinsel. Vielen Dank. So, und damit möchten wir einen kleinen Abstecher zurück in die Vergangenheit der Raumfahrt machen, die Raumfahrtgeschichte. Zum Museum gehört ja auch das Forschen, eben das Forschen der Raumfahrtgeschichte. Und deswegen. Ups. Und deswegen möchte ich mich an Sie wenden, unser Museumsdirektor Herr Rohrwild. Hermann Obert war in die Entwicklung der A4, also der Rakete,
die Werner von Braun vorher vorangetrieben hat, also auf Peenemünde oder vorher in Berlin, war er schon mit engagiert. Können Sie uns erzählen, was sein Beitrag dazu war? Also in erster Linie war sein Beitrag eigentlich seine beiden Bücher. Ja. Natürlich die erweiterte Form der Rakete zu den Planetenräumen, bald 100 Jahre her, die Wege zur Raumschifffahrt 1929, das ist das Lehrbuch der damaligen Zeit im Grunde für alle gewesen. Mhm. Und das gab es weltweit, im Grunde stand das allen zur Verfügung. Mhm. Obert hat sehr früh auch erkannt durch seine eigenen Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, dass die Rakete auch einen militärischen Aspekt hat. Mhm. Ja, der ist ursprünglich von Astronomie, Begeisterung, die ja auch unser Bürgermeister teilt, kommend, der Mond, ja, Mars, Opposition, alles klar. Aber da im Ersten Weltkrieg als Soldat selbst kam dann auch dieser Aspekt mit rein. Und der war ihm gegenwärtig, er war ihm bewusst. Und in Peenemünde, sein Einfluss war an und für sich nur von eigentlich zweiter Natur. Mhm. Er hat an der V2 keine einzige Schraube, stammt von ihm, konstruiert. Mhm. Aber ungefähr 80, 90 Prinzipien, die in der V2 verwirklicht wurden, die stammen natürlich von Hermann Obert, vollkommen richtig. Yeah. Und er hatte mal Nachtwache, wie er dann damals, also über verschiedene Umwege tatsächlich nach Peenemünde gekommen ist, mit einem Kollegen auf einem Prüfstand. Und dann nahm er ein Stück Papier her, nahm ein Rohr, setzte darauf eine Schultüte, unten setzte er von außen angeschraubt Flossen ran, dazu die Leitungen auch außen ran, und jeder, der die V2 vor sich hat, das ist ein höchst eleganter Körper, und er kommt hier mit so einem zusammengeschusterten Ding, und dann sagt er auch noch, das machen wir jetzt mit Festtreibstoffen und nicht mit Flüssigkeit, und das wäre eigentlich die viel bessere V2. Ja, wie hat dann kurze Zeit später in den 70er Jahren im Grunde jede Militärrakete für diese Aufgabe ausgeschaut, genauso wie sie Obert skizziert hat. Mhm. Also er war immer seiner Zeit ein Stück voraus. Er hat absolut diese Möglichkeit gesehen. Es war wichtig für ihn, weil er einfach gesagt hat, und das hat er bereits in seinem Buch 29 geschrieben, wenn die Atomrakete des Ersten Weltkrieges, das Giftgas, wenn die Rakete das Giftgas nach Berlin transportiert, von der einen Seite, und das Giftgas unter deiner Türschwelle an den grünen Tisch der jeweiligen Machthaber dort und an den grünen Tisch des jeweiligen Machthabers dann in Paris durchkriecht, und nicht hier, ich, der kleine arme Soldat hier im Schützengraben, wo hier Massen aufeinander getrieben werden in diesem ersten brutalen Maschinenkrieg des Ersten Weltkrieges, dann wirst du dir überlegen, ob du diesen Krieg führst, ja oder nein. Und ob es uns gefällt oder nicht, diese Doktrin hat uns letztendlich auch durch den Kalten Krieg gebracht. Ja. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. In Peenemünde haben damals Werner von Braun zusammen mit Obert an den sogenannten Aggregatraketen gebaut, Aggregat 1, 2, 3, 4 bis hin sogar 10, so war das jedenfalls angedacht. Und kann man das so sagen, dass die Vergeltungswaffe 2, die also daraus entwickelt wurde, dann vom Militär im Harz umgesetzt werden? Ist das so richtig? Und eine zweite Frage, wie weit war Obert dann auch im Harz und hat dort sozusagen mitgemacht? Also im Harz war Obert im Grunde überhaupt nicht. Mhm. Er hat sich relativ bald aus Peenemünde wieder verabschiedet, weil er wollte Flugabwehrraketen, die wollte er im Grunde schon seit Mitte der 30er Jahre, war das ein Thema für ihn, weil er im Grunde den Bomberkrieg vorausgesehen hat und hat gesagt, ich brauche ganz simpel einfache Raketen zur Abwehr dieser großen Bombermassen. Mhm. Da ist er dann auch von Peenemünde weggegangen und ist nach Reinsdorf in Wittenberg, bei Wittenberg gegangen und hat an solchen Dingen gearbeitet, nach dem Krieg letztendlich zu einem gewissen Abschluss gebracht bei der italienischen Kriegsmarine. Also insofern nicht wirklich einen Einfluss. Auf der anderen Seite, würde ich sagen,
Obert war dem Thema absolut offen gegenüber, hat es für richtig und für wichtig erachtet, hat es aber im Grunde sehr aus seinem persönlichen Gesichtsfeld herausgesehen. Und neueste Forschungen zum Beispiel haben bei uns ergeben, dass der Mann sich im Grunde auch in Bezug auf seine siebenbürgische Heimat eine gewisse Schuld gegeben hat, dass es ihm nicht gelungen ist, schon im Ersten Weltkrieg hier diese Waffe zu verwirklichen, und dass es im Zweiten Weltkrieg dann auch nicht gelungen ist, weil A4 war eigentlich nur ein Vorschritt für eine spätere A8, die als eigentliche Kriegswaffe gedacht war. A4 war nur so ein Erprobungsversuchsträger, weil A4, das war ein fliegendes Laboratorium. Und wie gesagt, er war dort nicht, aber das Problem, ja, er hat zum Beispiel bei der Erprobung der A4 gab es im Harz, wenn die A4 zusammengeschraubt wurde, dort im Mittelbau Dora unter Tage, eben geschützt vor feindlichen Bomberangriffen, da wurden die Triebwerke vorher getestet. Und jede Rakete musste im Grunde 3 Tage, nachdem sie fertiggestellt wurde, im Grunde an der Front schon verschossen worden sein, damit sie auch tatsächlich funktioniert. Und seine Tochter, die Ilse, hat zum Beispiel in Österreich hier auch an so einem Testzentrum für Motoren gearbeitet. Und das Problem war, sie hatte eine Liebelei, Obert wollte das nicht, und auch die Testumstände waren sehr gefährlich dort. Und er hat sie weghaben wollen. Am letzten Tag geht sie noch einmal rein. Es gibt drin eine Explosion. Sie fliegt durch den Gang durch, direkt in einen Baum. Und hat das selbstverständlich nicht überlebt. Also Obert hat im Krieg auch 2 Kinder verloren, eine direkt eben bei der Raketensache. Das prägt natürlich. Herr Freller, Sie sind nicht nur Landtagsvizepräsident, sondern Direktor der Bayerischen Gedenkstätten. Deswegen haben Sie einen ganz besonderen Blick natürlich, oder besonders kritischen Blick auf die NS-Zeit. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Sie auch Raumfahrt-Fan sind. Sie haben das ja gerade auch bekundet. Wie sehen Sie die Beziehung jetzt zwischen Museen insgesamt, natürlich auch unser Museum, und der NS-Zeit? Gut, also es sind natürlich jetzt gerade auch Begriffe gefallen, die mir nicht gefallen. Mittelbau Dora, KZ-Häftlinge, brutalste Arbeit. Es ist hier sicherlich nicht alles das, was der Sache, sage ich jetzt einmal, Zustimmung abgewinnen kann. Ich formuliere jetzt vorsichtig. Ich sehe allerdings auch, dass es zum einen in jedem Leben gewisse Brüche gibt, wo man auch Prioritäten setzt, die vielleicht falsch sind. Ich habe den Eindruck, dass Obert die Prioritäten sehr stark auf seine Forschung gesetzt hat und das andere nicht ausreichend in meinen Augen beachtet hat, was Menschen dabei vielleicht zugestoßen wurde oder was sie an Zwangsarbeit erbringen mussten. Also es ist ein unschönes Kapitel in der ganzen Geschichte. Ich bin allerdings auch dankbar, dass es offen angesprochen wird und dass es auch in den Biografien erscheint. Ich betone noch einmal, ein Leben über Jahrzehnte eines Menschen wird seine Brüche haben. Das ist sicherlich auch in dieser Phase bei Obert der Fall. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass auch in den vergangenen Jahrzehnten ein Stück weit natürlich auch das Militär in der Forschung von Raketen eine Rolle gespielt hat, auch bei den Amerikanern, ohne Zweifel. Für mich oder in der aktiven Politik sehe ich es als Ziel an, dass man diese großen Vorteile der Raumfahrt zu friedlichen Zwecken nutzt. Ich möchte dazu hinlenken, dass Raumfahrt nicht mehr kriegerischen Anlässen dienen kann, sondern dem friedlichen Zusammenleben der Menschen, dem Schutz der Natur, der Kommunikation und innerhalb der Nationen. Also die positiven Sachen. Es ist ja immer eine Frage, wie der Mensch eine bestimmte Technik nutzt. Und diese Technik der Raumfahrt muss friedlich genutzt werden. Und deswegen meine ich, wenn dieser Appell auch aus diesem Museum ausgehen kann, dass man mit der Raumfahrt die Zukunft besser machen kann für den Menschen,
dann wäre viel gewonnen. Das war auch der Hinweis mit dieser Begeisterung für Jugendliche. Ich bin der Allerletzte, der junge Menschen begeistern will zu Waffentechnik oder etwas anderem, wenn sie vor allem auch falsch eingesetzt wird, dass man Abwehrwaffen braucht, auch gegen Tyrannen, ist wieder ein eigenes Thema, will ich nicht vertiefen. Aber auf der anderen Seite, die Chance, die Raumfahrt für den Menschen zu nutzen, die muss geweckt werden. Und da sehe ich, da komme ich noch einmal zu diesem Ausgangspunkt. Ich war übrigens nicht, bin in dieser Phase jetzt als Vizepräsident nicht das erste Mal hier. Ich war vor, Sie werden es nicht glauben, ich war vor über 15 Jahren hier. Ich war Staatssekretär im Kultusministerium und habe die Frau Obert noch kennenlernen dürfen, weil man damals schon bemüht war, dass man auch Schulklassen herführt. Und von daher kenne ich das, auch das kleine Haus noch, war zum Kaffee eingeladen bei ihr. Und ich meine, im Zusammenspiel, und jetzt komme ich noch mal auf das Deutsche Museum in Nürnberg, wir hätten, glaube ich, Frau Greta, da eine ganz große Chance, im Wechselspiel, auch mit Verlinkung, jetzt im doppelten Sinn des Wortes, zwischen den beiden Häusern, auch zu zeigen, hier ist die Geschichte, so hat sich das entwickelt, damit man überhaupt noch mal weiß, wie es zu dem kam, was wir jetzt heute haben, und dort drüben vielleicht noch den Akzent, wie kann es weitergehen in die nächsten Jahrzehnte. Dann meine ich, würde man eine ganz saubere Darstellung auch der Raumfahrt im Gestern, heute und morgen bringen. Ja, also das kann ich nur, auch dem kann ich zustimmen. Technik kann man halt so oder so benutzen. Flugzeuge, die damals Anfang des Ersten Weltkriegs entwickelt wurden, insbesondere fürs Militär, wenn wir die nicht hätten, könnten wir nicht von Kontinent zu Kontinent fliegen. Also das ist ein sehr großer Nutzen für unsere Gesellschaft. Selbst ein Messer kann man zum Brot schneiden, aber auch zum Erdolchen benutzen. Es ist immer die Frage, wie geht man mit neuen Technologien um? Und deswegen möchte ich zu Ihnen kommen, nochmal Frau Greta. Sie sind ja für die Zukunftstechnologien zuständig. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade in Deutschland diesen Technikskeptizismus. Also die Zurückhaltung gegenüber neuer Technik, das war in den 60er und 70er Jahren noch ganz anders. Da war man sehr offen neuen Technologien über. Heute ist man da zurückhaltender, nicht nur der Raumfahrt, sondern überhaupt allen Technologien ist man sehr zurückhaltend. Ich bin im Bayerischen Ethikrat, ich weiß, wie das jetzt mit KI, Sie kennen das, künstliche Intelligenz und sowas, ist man sehr vorsichtig und das teilweise mit Recht. Wie wollen Sie damit umgehen im neuen Museum, Ihrem Zukunftsmuseum in Nürnberg? Also erstmal bin ich ganz bei Herrn Freller. Wir werden natürlich, es ist auch schon in Arbeit, hier eine schöne Verbindung zwischen den Museen schaffen. Das ist, glaube ich, den Besucherinnen und Besuchern ganz einfach zu vermitteln, weil das ist sicher einfach nur ein aufeinander hinweisen und das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht so genau, ob Technik skeptischer betrachtet wird, also ob der Mensch, sage ich mal, der Bürger draußen tatsächlich skeptischer ist, weil am Ende, wenn wir sehen, wie viel wir heutzutage über Technik, was wir früher noch analog gemacht haben, über Technik lösen, also angefangen vom Smartphone über die Smartwatch, Fernseher, was auch immer, jetzt übertragen wir digital und haben kein Publikum hier, aber draußen sitzen sie alle, glaube ich, ist der Mensch weiterhin sehr neugierig auf Technik und auch an der Lösungs... Ich habe das Gefühl, die Leute sind zwar neugierig, haben aber auch Angst. Das ist auch vollkommen berechtigt, dass man das haben darf. Und unser Museum oder Museen insgesamt haben ja den großen Vorteil, dass wir, sag ich mal, das Objekt zeigen können. Wir können das ausstellen, wir können etwas im dreidimensionalen Raum. Wir haben zum Beispiel eine Photon-Kapsel da, die war im Weltraum, ja. Die kann man sich dort anschauen und dann dazu natürlich, also ein Erlebnis schaffen und dazu natürlich dann wiederum den Leuten einen Diskurs eröffnen, zu sagen, das sind die Möglichkeiten, Sie haben es gerade erwähnt, ein Messer kann zum Schneiden, ein Messer kann zum Erdolchen dienen. So ist es bei jeder Technik. Die Technik an sich ist ja nicht das Böse oder Gute, sondern der Mensch, der was damit macht. Mhm. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich die Chance und auch natürlich die große Kraft von Museen. Denn wir sind eine Bildungseinrichtung, wir sind sehr darin geübt, tatsächlich genau das zu überwinden und zu übermitteln. Und wenn Angst da ist, klar, man hat Zukunftsangst, das kann man schon sagen. Ich meine, ich glaube, das sind auch gerade bei den heutigen Jugendlichen auch gar nicht verwunderlich, weil natürlich die Medien eine viel größere Informationsschwemme auf uns einprasselt, als das vielleicht noch vor 50 Jahren war. Das heißt, man muss sowieso schon mal sehr viel mehr filtern und das alles erstmal sortieren, was ist eigentlich wahr und was nicht. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass so ein Museum, ein deutsches Museum in Nürnberg, aber auch natürlich alle anderen Museen, gerade Technikmuseen,
eine Rolle spielen können, indem man eben eine Plattform bietet, in denen Diskurse stattfinden. Das heißt, man wird sich definitiv darüber austauschen müssen, wie Technik auch ethisch, wir sind im Ethikrat, wie man das ethisch beurteilt, was man am Ende auch gesellschaftlich von Technik erwartet. Am Ende ist das ja nur eine Sache, auf die wir uns auch einigen müssen. Und dann muss man tatsächlich aber auch die Konsequenzen skizzieren und sie auch natürlich ehrlich zu Ende führen. Wenn man sagt, wir verbrauchen zum Beispiel sehr viel Energie für Digitalisierung, muss man sich irgendwann natürlich die Frage stellen, wo kommt die denn her? Also stellen wir jetzt ganz viele Windräder auf oder ist es am Ende doch die Atomenergie, die wir gar nicht mehr wollen? Also all diese Fragen, wo am Anfang ein Wunsch steht, sich zu verbessern, Dinge zu optimieren, vielleicht auch die nächste Generation mit besserer, bequemerer Technik auszustatten, hat immer auch eine Kehrseite. Und ich glaube, das ist in so einem Museum, wie jetzt hier oder auch bei uns, immer sehr viel anschaulicher, wenn man an einem Objekt, an einer Technik steht und dann natürlich auch vielleicht Leute einladen kann, Zeitzeuge einladen kann, Leute, Techniker, Wissenschaftler einladen kann, die darüber referieren und eben mit den Besucherinnen und Besuchern in Dialog gehen. Von daher glaube ich da ganz fest dran, dass Museen da eine sehr, sehr große vermittelnde Rolle spielen können. Ja, aufklären ist wichtig. Ich weiß das aus dem Deutschen Museum in München, wenn die Kinder dann wirklich mal so mit Technik spielen können, das ist viel faszinierender, als wenn es in irgendwelchen Schaukästen steht. Wir machen jetzt ein kleines Intermezzo. Professor Köhler, er ist der Leiter des Instituts für Planetenforschung in Berlin, in Adlershof. Er und die US-Generalkonsulin Frau Megan Gregonia werden uns noch ein paar Grußworte an uns richten zum Anlass des 50. Geburtstag des Hermann-Oberth-Museums. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Museumsleitung, sehr geehrte Förderer und Freunde des Museums, es ist mir eine Freude und Ehre, im Namen der Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, Ihnen zum 50. Jahrestag der Gründung des Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseums zu gratulieren. Die Planetenforschung hat, wie natürlich die Raumfahrt insgesamt, dem Namenspatron Ihres Museums, dem großen Raketenpionier Hermann-Oberth, sehr viel zu verdanken. Denn 64 Jahre nach dem Start von Sputnik 1, des ersten Satelliten, der von einer Rakete in eine Erdumlaufbahn geschossen wurde, sind wir ja längst in den Planetenräumen angekommen. Zumindest in den Planetenräumen des Sonnensystems. Fernere Planetenräume an anderen Sternen erreichen wir noch nicht, aber wer weiß, vielleicht ist schon ein neuer Hermann Oberth auf der Welt und tüftelt an Raketen, die uns das einmal möglich machen werden. Erst Hermann Oberths Wirken, freilich auch das Wirken anderer Pioniere wie Tsiolkovsky, Goddard, von Braun, hat uns Forschung an ganz grundsätzlichen Fragen ermöglicht. Und viele dieser Fragen konnten wir mit dem Werkzeug der Raumfahrt bearbeitet und beantwortet werden. Wie sind die anderen Planeten in unserem Sonnensystem beschaffen? Wie sehen ihre Monde aus? Welche Rolle spielen die Asteroiden? Sind Kometen tatsächlich Grundbausteine der Planeten und haben sie womöglich sogar Stoffe zur Erde gebracht, die das Leben auf unserem Planeten erst möglich gemacht haben? Wenn wir mit den inzwischen unglaublich komplexen und leistungsfähigen Raumsonden in diese Planetenräume vorstoßen, sind wir damit in der Lage, grundlegende Fragen auch zu unserer Erde zu beantworten. Wie ist sie entstanden? Heiß oder kalt? Heiß, wie wir wissen. Und wir wissen es erst, seit wir Gesteinsproben vom Mond in den Händen halten. Wie hat die Erde sich entwickelt? Und warum hat beispielsweise die so ähnliche Venus einen ganz anderen Weg als die Erde genommen? Welche Bedrohung durch Kollisionen mit kleinen Körpern sind wir ausgesetzt? In Ihrem Museum lässt sich anschaulich nachvollziehen, wie beginnend vor 100 Jahren der Weg zu den Planetenräumen eingeschlagen und beschritten wurde. Keineswegs geradlinig, natürlich, aber das ist bei einer derart komplexen technischen Angelegenheit auch nicht zu erwarten. Aber spannend ist es allemal, diesen Weg nachzuvollziehen, und das kann der Besucher in Ihrem Museum ganz hervorragend. Vor allem ist es wichtig darzustellen, das ist meine Meinung, dass hinter jeder Technik und Wissenschaft Menschen stehen, die ihre Gedanken, Ideen, Einfälle, eben auch Visionen haben und diese oft ein Leben lang verfolgen.
Hermann Oberth war so ein Visionär, was sich leicht an seinen vier Prämissen ablesen lässt, die für die 1920er Jahre geradezu revolutionär, für manchen vielleicht auch etwas spinnert erscheinen. Und wo stehen wir heute? Ich zitiere einfach Oberths Prämisse 4. Unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen kann sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten. Anfang der 1920er Jahre. Lohnen, das tut es bekanntermaßen, materiell und auch wissenschaftlich. Insofern leisten Sie mit dem Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum einen wichtigen kulturellen, wissenschaftshistorischen Beitrag in unserer vielfältigen Museumslandschaft. Ein Kleinod, Ihr Museum, gewiss, aber ein Kleinod von ganz großer Klasse. Und bald, so höre ich, wird das Kleinod ein klein wenig wachsen und moderner werden. Das wird sicher auch gut tun. Darauf stoße ich heute zu Ihrem 50. Geburtstag, Jahrestag, freudig mit Ihnen im Museum an und wünsche Ihnen für die nächsten 50 Jahre und weit darüber hinaus alles erdenklich Gute für das Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum. Glück auf! Hello everyone, mein Name ist Megan Gregonis. Ich bin die amerikanische Generalkonsulin in München. Ich gratuliere dem Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum in Voigt herzlich zum 50. Gründungsjubiläum. Dieses Museum ist ein besonderer Ort in Bayern. Ich selbst und einige meiner Kolleginnen hatten das Vergnügen, das Museum schon mehrere Mal besuchen zu dürfen. Zuletzt haben wir bei der Ausstellung eines Replikats des Neil Armstrong Raumfahrtanzugs zusammengearbeitet. Für uns war es eine große Bedeutung, bei diesem besonderen Programm mit dem Hermann-Oberth Raumfahrtmuseum zu kooperieren. Zum einen sind wir darum bemüht, den transatlantischen Austausch auch über die Grenze der Landeshauptstadt München zu fördern. Ebenso sind wir sehr beeindruckt von der Sammlung des Museums. Sie würdigt mit dem Nachlass von Willard Taub, der an allen Raumschiffentwicklungen der NASA vom Apollo-Programm bis zum Space Shuttle beteiligt war, einen Teil des amerikanischen Erbes. Sie zeichnet den Weg zur Moonlanding aus dem Jahr 1959 mit verschiedenem Material nach. Darüber hinaus zeigt sie einen Teil der amerikanischen Geschichte und der Entwicklungsarbeit bis zur Mondlandung, was man normalerweise so nicht zu sehen bekommt. Daher wünsche ich mir, dass wir auch in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten und noch viele meiner NachfolgerInnen das Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum besuchen werden. Nochmal, congratulations and all the best for the next 50 years. Ja, vielleicht darf ich noch erwähnen, dass Frau Gregonis bis vor kurzem noch in München die Generalkonsulin war und inzwischen in Dubai ist. So, und damit möchte ich einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ein bisschen über die Geschichte gesprochen. Wie wird Hermann-Oberth-Museum in den nächsten Jahren aussehen? Oder um genau zu sein, was erwarten Sie, Herr Kotzur, von dem Museum? Sie sind ja der Bürgermeister. Was würden Sie sich wünschen in den nächsten 10, 20, vielleicht sogar 50 Jahren? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es einen entsprechenden Ausbau erfährt und auch den Bildungswissensstandort bildet, den man sich vorstellt und auch die Jugend dafür begeistert, die Kinder. Das werden wir machen, das ist keine Frage, das steht auch unter uns hier. Davon aus, ne? Genau. Und wir freuen uns natürlich darauf, diesen Prozess da mit zu begleiten und das für unsere Kinder und die Nachfahren auch zu ermöglichen und natürlich auch viele Leute hier nach Voigt zu bringen. Wir haben jetzt sehr viele bedeutende Menschen aus Wissenschaft und Forschung und auch Politiker gehört. Und das erfüllt mich natürlich auch mit Stolz, die nach Voigt blicken. Und diesen Blick nach Voigt wollen wir natürlich auch weiterhin sehen. Herr Freller, was erwartet Bayern von uns? Also wir erwarten... Oder Sie vielleicht sogar selber. Ja, also ich erwarte, dass dieser erfolgreiche Kurs, der auch unter Ihnen, wenn auch an Adams und den Museumsleiter eingeschlagen wurde, fortgesetzt wird. Und dass man in der Tat hier ein ansprechendes, familienfreundliches, jugendzugewandtes Museum erweitert.
das wirklich auch eine Perle in der Bayerischen Museumslandschaft ist. Wir haben ja tausende von Museen in Bayern, wobei ich extra jetzt im Bayerischen Museumsführer noch nachgezählt habe, wie viele technische Museen wir haben. 143 technische und Industriemuseen. Ja. Aber da meine ich, ist das eine besondere Note. Und wir sind hier sicherlich, Herr Bürgermeister, darf ich in Ihrem Namen auch sagen, im Mittelfranken schon ganz stolz, dass das hier der Fall ist. Und wenn sogar vorgestern ein Astronaut über Nürnberg fliegt und diese Gegend fotografiert, dann sollte man vielleicht dort noch eine Nadel reinstecken, wo dieses Museum steht. Also ich bin zuversichtlich, dass wir diese Wünsche erfüllen können. Und ich freue mich, dass wir ja bei der Seite das Deutsche Museum haben, das Zukunftsmuseum, die auch Raumfahrt macht. Ich glaube, Hand in Hand werden wir das zusammen leisten. Ja, damit sind Sie zum Ende unserer Talkrunde gekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, ein bisschen in die Zukunft. Wir werden jetzt hier zusammen noch ein wenig feiern. Dort vorne steht die Jubiläumstorte. Vielleicht können wir mal in die Kamera halten, kommen Sie ruhig nach vorne. Wir werden jetzt also ein bisschen bei Kaffee und Kuchen feiern. Ihnen kann ich nur sagen, kommen Sie doch mal nach Feucht, kommen Sie in unser Museum mit der Familie, mit den Kindern, die Sie haben. Ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie in Nürnberg sind, im Deutschen Museum, in der Raumfahrtabteilung und hier, dann wissen Sie alles über die Vergangenheit und Zukunft der Raumfahrt. Die Jugendlichen, die werden fasziniert sein. Ich bin fasziniert. Sie haben gesehen, alle, die hier saßen, sind von der Raumfahrt fasziniert. Kommen Sie also nach Feucht und schauen sich das mal an. Ich möchte hiermit auch allen danken, die ihren Weg hierher nach Feucht gefunden haben, insbesondere natürlich den Talkgästen, herzlichen Dank, vielen Dank. Und ja, kommen Sie nach Feucht und wir feiern jetzt. Und es wäre schön, wenn Sie mit uns zu Hause bei Ihnen auch noch feiern würden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend noch. Schön, dass Sie dabei waren. Und die schneiden wir jetzt an.